Yes. You this what the CSS bedeutet, We press record. <laughs> 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 hey, man. Applause. What's that? Applause. What's that? Applause. What's that? Applause. Hey, man. this are in studio. we back. Willkommen zu einer neuen Folge von Perspectives the Podcast, IKE in the Building, Portly yeah, man. Yeah, I, was, was geht mit deinem Spitznamen jetzt? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, <laughs> die letzte Mal bei den <laughs> ja, bro, was geht? Harry Potter, yeah. was ist Port Fred? Was, was geht auf da? <laughs> <laughs> wir brauchen immer noch einen Spitznamen für E, man. Schreibt uns, schreibt uns comments, in die Kommentare. Comments, wir comments. brauchen immer noch einen Spitznamen für E, man. Yeah. Und wir haben heute einen Special Guest. Heute am Start. What's up? up? Man, Young Talent, würde ich dazu sagen. Young ja. Talent. Ja. Um, er hat uns angeschrieben, wir haben gleich connected ja. zu einem, sage ich mal, speziellen Thema. Das heißt, wir waren heute wieder in eine bestimmte Richtung, sag ich mal, unser Podcast führen. So, uh, with no further ado, man, ja. we got Jeffrey in the building, man. We together. We together from. Perspective Podcast. Ja. Um, an die Listeners da draußen on Spotify, Apple Podcast, dieser Und YouTube, we love y'all. We appreciate y'all like always. Applause for us, yes sir, yes sir, yes sir. Y'all uh, uh, ja, keep liking, keep commenting, keep sharing, keep uh, saving, you yeah? mm -hmm. uh, keep downloading the episodes of Spotify, Apple podcast und these vor allem und ja uh, man zeigt weiterhin Liebe, so wie es sonst immer so fleißig macht man. Hey, Applaus für euch weiterhin, man, weil ohne euch gibt's nicht und Weil das ist ganz einfach. Ohne ja. euch gibt es uns nicht. Yes, ja. sir. Ja. So, our special guest heute, uh, Jeffrey. Wie geht's dir, ja. Bruder? Ganz, ganz gut. Ja? Ganz, ganz gut. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie war sehr gut. die Fahrt von Frankfurt hierher? Ja, genau. Spur durchgebrettet. <lacht> 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 <Die> kleine Schauer, <laughs> aber, ja. Den konnte ich bewältigen. Ja, schlecht, Mann, sehr schlecht, cool, schlecht. sehr cool, sehr cool. Freut uns, dass es, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ähm, ja, wir weiß. mussten leider schon ein paar Mal Termine schieben irgendwie, mhm. aber äh, never, nevertheless. Deshalb finde ich das richtig gut, right. dass wir das hingekriegt haben. Schon mal in Stuttgart gewesen? Nein, noch nie. Noch nie? nie? Perspektive hat sich noch. Schlug. Ja, man, ja, ja, man. hey, Applaus for that, Applaus oder Applaus dann. Applaus, Applaus. <laughs> Wir connecten alle hier in den Siegen. <laughs> <laughs> ihr wisst, ihr wisst, <laughs> ihr wisst <laughs> was wir machen. <laughs> yes, sir. Ja, mal richtig cool. Wir sind froh, wie gesagt, dass du da bist. Willkommen ja viel, also herzlich willkommen danke und, danke danke und ja man Aquaba ja man ich hab <laughs> und ähm, ja man hey, lass uns gleich in die Thematik reinspringen weil wir, du bist aus einem bestimmten Grund da aus einem bestimmten exactly. Grund wollten wir heute zusammen einen Podcast machen und zwar wir wollten viel mehr in Richtung wir wollten nochmal in, ähm, in Richtung investieren oder Investments reingehen yeah. in Richtung Immobilien und so weiter und du hast da auf jeden Fall so ein bisschen das Know-how wo wir uns you know auf exactly. jeden Fall drüber unterhalten können, sage ich mal. Gerne, so. gerne, gerne, gerne. Vielleicht, Bruder, stell dich doch einfach noch mal kurz vor. Like, wer bist du, was machst mm -hmm, du? Mm -hmm. Und wie bist du dazu gekommen, vielleicht noch dazu? Okay, okay, okay. gerne, so. gerne. Ich bin Jeffrey, mm. 21 Jahre alt, das bin sehr, in ja. Frankfurt aufgewachsen und geboren. Nice. Ich persönlich, ich sage immer, mein Leben hat so wirklich angefangen, dass ich wirklich bewusst gelebt habe in der Schulzeit. Mm -hmm. Ich war damals auch auf der Hauptschule. Mm -hmm. Das heißt, ich war alleine, also ich... Ja. Ihr wisst afrikanische Eltern. Was wollen, was wollen die? Ja, Mann. Doktor, ja, Arzt, yes. Soll ich Pilot? Ja. Richtig. Konnte ich nicht gewährleisten. Yeah. So, äh, Habe das Ganze dann trotzdem durchgezogen mit der Hauptschule. Mm. Habe dann äh, 1,3 Durchschnitt gehabt. Nice. Applaus. War auch Klassenbester, Jahrgangsbester. Nice. Applaus. Hab noch meine Realschule nachgeholt, Fahrabitur nachgeholt. Und um nice. mir dann die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Was machst du jetzt ja. Studium, Ausbildung, ja. Lege ich die Füße hoch, chillig, ja. keine ja. Ahnung. Keine ja, Ahnung. Ich habe dann einen Kollegen kennengelernt, der kam mit Network Marketing. Wow. Okay. Kennt ihr das? Network Marketing? Nee, sag mal ein paar Sachen dazu. Ja, also, da gibt es ja Companies, die, wo du ein Netzwerk aufbauen kannst. Du kannst okay. ein Team aufbauen, auf denen. Und Sinn und Zweck ist das Ganze so zu konditionieren, dass du zum einen dein Team hast, mhm. zum anderen hast du eine Leistung. Mhm. Und diese Leistung, das kann zum Beispiel sein, ein Beauty-Produkt, das kann ein mhm. Trading-Produkt sein oder sonst was. Mhm. Ja, und damit habe ich gestartet. Ich habe damit mhm. gestartet. Guckt, okay, liegt es mir, macht es mir Spaß? Es ja. hat mir Spaß gemacht. Cool. Sag euch ehrlich, Problem war einfach nur, ich bin der Meinung, da sind sehr, sehr viele ungewisse Leute okay. in der Branche. Was bedeutet ungewisse Leute? Sorry. Die Nebenfall. wollen, ja, sehr viel Geld und hier, ich möchte reich werden und hier, mhm. weißt du? Mhm. Boah, Lamborghini und diese ganzen <laughs> Scheiß-Werbung, die man sieht <laughs> auf yeah. YouTube, das yeah. seht ihr auch. Also, yeah. ja. Und sehr, sehr viele Leute, die halt äh, ja, begeistert sind von solchen Videos, die sind halt auch in dieser network marketing schiene meiner Meinung mhm. nach. Mhm. Und mit solchen Menschen kann ich mich persönlich zum Beispiel nicht identifizieren. Und mm -hmm. so, das ist halt der, der, der springende Punkt. Mm -hmm. Und äh, ich habe dann einfach gesagt, okay, ey, das, das, das macht keinen Sinn, das ist nicht rentabel für mich, ich verschwende damit nur meine Zeit. Mm -hmm. Und habe dann einfach angefangen zu arbeiten. Ganz normal 9 to 5. Also du hast es ähm, vollzeitlich gemacht? Ich habe das Vollzeit gemacht, mm -hmm. richtig. Mm -hmm. Also direkt nach dem Fachabbi. Direkt nach dem Fachabi. Ich hab dann angefangen und ähm, ja, nach circa einem halben Jahr, Jahr gesagt, ey, das, das macht keinen Sinn. Hab dann wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Ganz normal am Flughafen. Mhm. Bei so einer Autovermietung. Hab da die Autos gecheckt, gewartet und. Mhm. Ja, war, <laughs> war, war, war ganz entspannt. Also, wenn man. Das war 9 to 5, so. Aber ich, ich bin der Meinung, ich hatte sehr, sehr coole, korrekte Kollegen, so. Mhm. Hat schon immer Spaß gemacht. Aber die Kehrseite war einfach: mhm. ich wusste nicht, was ich hier mache. Ja. Ich wusste nicht, was ich hier mache. Ja. Ich wusste schon damals, ich bin für sehr, sehr viel geboren. Ja? Mhm. Also ich, ich bin dazu geboren, um zu schaffen, zu mhm. errichten. Mhm. Wo, woran hast du das erkannt? Meine Art. Ich mhm. wusste schon, meine Art. Wie ist deine Art, Bro? Meine Art, meine Art, ich sag's mhm. dir. Damals äh, in meinem Freundeskreis zum Beispiel, mhm. waren sieben, acht Kollegen. Mhm. Mhm. Wir kennen es selber, wenn man was plant, da, da gibt es einen Leader, der, der plant alles. Alles, mhm. ja, Mann. Alpha. Das, das ist der springende Punkt. Yes, wir hatten damals einen Kollegen, der das geplant hat. und... Äh, <laughs> ja, Shoutout an Clinton. <laughs> Shoutout an Clinton, ey. Der, der, der kann nicht planen. Der kann nicht planen. <laughs> yeah. So. Und ähm, ich habe alle Jungs zusammengetrommelt und war immer der, der geplant hat, der, der die Leute angerufen hat, der alles organisiert hat. Wisst ihr, was ich meine? Yes, sir. Ja, sir. Und ähm, alles gemanagt hat. Und ich meine, es hat mir auch irgendwo Spaß gemacht. War aber jetzt nicht, womit ich äh, ja, Geld verdient habe. Es war ja ja. einfach nur privat, damit wir. Keine Ahnung, kicken gehen oder yeah, yeah. essen gehen oder sonst was. Aber ich habe das Ganze organisiert. Mm -hmm. so. also das ist auch im Business-Bereich ein sehr, sehr fundamentales Ding, mm -hmm. auf dem alles basiert. Mm -hmm. Business, da, da musst du ein gewisses Management haben an Zeit, mm -hmm. an Leistung. Du musst wissen, okay, wie konditioniere ich das? Mm -hmm. Wen rufe ich an? Wie mache ich das und jenes? Genau, so Und ähm, ich habe einfach dahingehend gemerkt, okay, dieses, dieses Planen, das ist etwas, was mir Spaß macht. Mm -hmm. so. Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, hier dieses dieses Arbeiten dort einfach das hat mir nicht gepasst ich mhm. konnte mich nicht wie gesagt mit diesen Menschen identifizieren ja. und hab dann gesagt ey also ich muss jetzt was anderes machen mhm. das, das geht nicht so. also also auch ähm, äh, als du im Flughafen gearbeitet hast ja, war es für dich ein auf, du bist für mehr geschaffen nicht für das ja das richtig also nicht abgehoben ja. auf den weißt ja, du es ja. war nicht so ihr Ab, seid ja. Dreck und ich ja. bin das Beste nein 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 aber einfach für es war nicht dein Ding richtig. Ja, genau. ja, das genau. und es ist gespielt. ein richtiges Zeichen weil ja, richtig. viele Leute ähm, hören oder sehen diese Zeichen auch, aber die probieren die einfach beiseite zu schieben. Genau, weil stelle, das Geld ist gut. Ist, das Geld ist wichtig und das ist, um ehrlich zu sein, so sind wir getrimmt, so sind wir automatisch trainiert. Ja. Mhm. Vor allem wir, wo ausländische Eltern haben, wo es nur ja, darum richtig. geht. Sicherheit zu haben, ich Sicherheit. Also vor also allem auch, auch gibt es äh, diese Amounts, die du als Gehalt bekommst, hast du ja noch nie gesehen. Richtig, richtig, richtig. richtig. Ja. richtig. Ja. Du ja. hattest ja. noch nie ein Gehalt von 2.000 vielleicht, weißt so. ich, so, weiß, ich meine? Deswegen und ist so, ja, es Warum aus meiner Komfortzone? Richtig. Ja. Hey, richtig, genau. richtig, richtig, richtig. Ja. Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich äh, suche mir was anderes, was mir Spaß macht mhm. und ich möchte selbstständig werden. Mhm. So, ich, ich wollte wirklich selbstständig werden. Mhm. Weil ich auch mit Mindset mich sehr, sehr krass beschäftigt habe. Das ja. ist, also wirklich, Jungs, Mindset, ja. ja. Ist alles. Es ist alles. das ist alles. Also ja. ohne Mindset, da kannst, du, da, da kannst du kein Business aufbauen. Was hat dein Mindset? Ähm, uh. verändert verändert oder herausgeholt oder mhm. herausgestochen mhm. in dem Fall. Mhm. Ich habe mir einen Rapper angeschaut, YouTuber, mhm. DDG, kennt ihr den? Der, der, hat, der sagt mir was, der sagt face. mir. Ja, ja, der sagt mir was, der sagt mir was. Aus den Staaten, ja, ja, ja. Richtig, mehr. richtig, richtig. Mhm. richtig. Und ich habe mir ein Video angeschaut. Mhm. Es war 2018, 19 Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut. Mhm. In diesem Video hat er ganz mal vlogmäßig äh, ja, sein Leben gezeigt und sowas. Und am Ende der Szene hat er gesagt, er kauft seiner Mutter ein Geschenk. Mhm. So. Er hat die in Benz gekauft. Mhm. Für 70.000 Euro. Mhm. So. Ich sehe das. Mhm. Irgendwie krass. Mhm. 70.000 Euro für seine Mutter. Ja, Sie hat Geburtstag gehabt und er kauft ihr das Auto. Ja, also wirklich, nicht scheiß mal auf das Auto, einfach nur der Wert, der dahinter steckt. Spekt, ja. mhm. Ich gedacht, ey, also wenn der das kann, dann mhm. kann ich das auch. Genau. Aber das war nicht so auf den. Ich gönne ihn nicht. Ich mhm. gönne es ihm von ganzem Herzen auch seiner Mutter. Ja, so. Ich finde es auch, auch krass, dass er das geschafft hat, weil mhm. er kam auch, der kam auch aus von äh, auch ja, so nicht die besten Verhältnissen. Mhm. Und ich habe das gesehen und gedacht, krass. Also mhm. der, der hat wirklich seiner Mutter so ein krasses Geschenk gemacht. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich kann das auch. Mhm. Wir können das auch. Mhm. Jeder kann das. Mhm. Aber der eine macht weniger aus seinem Leben ja. und der andere macht mehr aus seinem Leben. That's right. Der eine cool. kommt aus seiner Komfortzone raus okay. yes, und der andere nicht. Mm -hmm. yes, und ich wollte und will bis heute noch immer weiter aus meiner Komfortzone rauskommen. Richtig. Ey, krass. Ich werde meiner Mutter auch genauso ein Geschenk machen. Mindset. Ich werde ihr kein Auto kaufen, sondern ich werde ihr ein Haus bauen in Ghana, mm -hmm. wo wir gerade in Planung sind. So Und ich weiß, ich kann das. Mm -hmm. ich sag, ey, er hat es geschafft. Er hat wahrscheinlich auch sich mit meinem Mindset beschäftigt, mit, ja. äh, mit Strategien. Mm -hmm. Und ich habe dann da äh, mich mit, äh, mit Persönlichkeitsentwicklern auseinandergesetzt, ja. ausgetauscht und mir auch Coaching schooled. Also Das heißt, ich habe wirklich Geld in die Hand genommen mhm. und es nicht erstmal in irgendein Business investiert. Ja, ja. Also, es gibt so viele Menschen, mhm. die keine Ahnung, die verdienen, deren Ausbildungsgehalt, dann nehmen die 10, 20 Prozent und tun es in so eine fucking krypto ding ja, rein. Ja, ja, ja. Was macht keinen Sinn, mhm. Jungs? Also, Du wirst dich von heute auf morgen reich. Ist, äh. Hallo, wir sind hier in der Realität. So. Mhm. Ich wusste aber, ich nehme lieber mein Geld, was ich verdient habe, und tu das erstmal in mein Mindset rein. Ja. Ich investiere es da. Erstmal in dich selbst. Ja. Richtig. Mein Mehrwert in dem Fall ist kein Geld, mhm. sondern das. Ja, ja. im Kopf, ja. Sondern das. Und das wollte ich. Mhm. Ich wollte einfach wirklich sagen: ey, ich nehme dieses Geld in die Hand, mhm. tu das in ein Coaching rein mhm. und bilde mich weiter. Mhm. Und bilde, ich mal, bilde mich mhm. weiter. Mhm. Ich habe mich weitergebildet. Was ist der, also was ist der Schritt? Du sagst jetzt, ich bilde mich weiter. Mhm. Coaching. Coachings. Bücher. Mhm. Da habe ich, hab ich unzählige Bücher, mhm. die ich äh, empfehlen kann. Videos. Mhm. Ich war auf Offline-Events, das war noch vor Corona. Das ja, also okay. werden Offline-Events, wo ich hingegangen bin. Mhm. Pure Energie, pure ähm, Erfolgsstrategien, die du da vermittelt bekommst. Mhm. Und vor allem, die Atmosphäre ist ganz anders. Mhm. Jungs, mhm. wenn wir in der Bahn sitzen zum Sie Uhr morgens, mhm. dann sehen wir Leute so am Handy, mhm. so eine... Ekelhafte ja. Mimik. Wisst ja. was ich Ein meine? Ja, 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 und ja. es ist die Atmosphäre. Ja. Es gibt ja immer eine Atmosphäre. Und yes, man, man spürt ja auch, wenn zum Beispiel andere Menschen in einen Raum reinkommen. Man ja. spürt, ja, man spürt, man spürt ja. es ja. ja. Und diese Atmosphäre in so Offline-Events, enorm. Enorm. Ja. Einfach weil jeder einfach diesen Gedanken hat, es Richtig. zu schaffen. Richtig. Aus seiner Komfortzone rauszukommen, was anderes zu machen und sich dabei, sag ich mal, zu fördern. Und diese fördernde Energie, die schweift ab, auf jeden Fall, die kriegst du auch. Safe. Also deshalb, Richtig. ich bin zum Beispiel bei sowas, ich, deshalb äh, tue ich mit dir gerade, was das angeht, so, da stimme ich dir so stark zu, weil mm -mm -mm. ich bin so einer, ich lese sehr gerne den Raum und, ähm, und lass mich gerne von Energien ableiten. Richtig. So, weißt, was ich meine, also Energie geht nie verloren. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das Richtig. heißt, entweder die eine Person hat eine negative Energie mhm. und du nimmst sie auf, oder du kannst deine positive Energie, sage ich mal, der Person richtig. übergeben. Oder auch vice versa. Also das heißt, die Person hat eine gute mhm. Energie oder eine positive, du hast eine negative, mhm. verstehst du? Sehr genau, gut. weil Energie geht auch nicht verloren. Das yeah. ist, yeah. ist physikalisch nicht machbar. Also ich meine, in der Physik haben die... Nee, ja. Energie geht nicht verloren. Ja. Die Flamme so, ist immer am brennen. Richtig. Entweder sie ist negativ oder sie ist positiv. Ja, Ist Richtig. It. richtig. Yes, ich meine, also man kann die auch immer äh, refreshen. Ja, Mann. Es ist nicht so, dass richtig. ich. ich habe auch manchmal Zeiten, wo meine Energie low ist. Und dann gucke ich mir Videos an. Ich motiviere mich selbst. Richtig, exakt. Mhm. So, mhm. Und dann, dann brennt es. Brennt Gold auch einmal wieder. Hey. Hey. <laughs> Feier. Ja, Mann. Ja Mann. Ja, Mann. <lacht> <lacht> ja, Mann, auf jeden Fall. Nee, richtig dope. richtig dope. Also dann hast du dir auf jeden Fall. Sorry, wir waren gerade dabei. Coaching. Coaching, genau, hast du genau. dir alles. Gibt es irgendwelche Bücher, events. welche Bücher würdest du empfehlen? Also bestimmt diese Rich Dads, Poor Dads um, ja, von Power. Ja, die, die kennt alle, die kennt jeder, die kennt jeder. Ich yeah, habe ein deutsches Buch, was ich jedem empfehle. Yes, sir. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das auch gelesen. Yeah. Das war mein erstes Buch, was ja, ich gelesen habe. ja, natürlich. Hab. Ich, ich hoffe, dass du hier keine Bücher empfehlst, die, <laughs> die du nicht gelesen hast. <lacht> <lacht> nein, Mann, nein, Mann. Ohne Witz. <laughs> Aber ja, man, let us know. <laughs> Wenn ich was daran verdiene, äh, wer weiß. <lacht> <lacht> ja, <Mann. lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, das erste Buch, was ich gelesen habe, war „Springe deine Grenzen. Und da ging es einfach um Glaubenssätze. NLP. NLP steht für? Neutro... Ich kann es nicht aussprechen, aber neurologisches... Okay, also Mindset halt. Mindset, am Ende des Tages Mindset, ganz einfach gesagt. Ja genau, Glaubenssätze, Selbstbewusstsein, du musst selbstbewusst austreten können, also... Kann's ja, nicht sein. Ich ja, ja, ich ja, möchte ja, gerne. Ja, genau. Fuck that shit. Ja, <laughs> ja. Weißt du, ja. du musst ja, wirklich ja. mit einer gewissen Expertise, ja. mit einer gewissen Selbstsicherheit an eine mm. gewisse Sache rangehen, mm. mm. sonst macht das keinen Sinn. Yes. Und äh, das Geile an dem Buch ist, man kann da reinschreiben. Also das ist, ein, das ist so ein so interaktives oh, oh. Buch. Ja, so, also ja, okay, Notizen und, Notizen und Notizen. Kann man richtig. Er genau. äh, fragt dich zum Beispiel, wie stehst du zu dem und dem Thema? Und dann ist da so ein Gap und dann kannst du da kannst reinschreiben. Und das Geile ist, wenn du ein Jahr später wieder reinschaust, ja. Ich sag euch, also man hat so eine krasse Selbstreflexion, mhm. enorm. Also ich, ich, wie gesagt, ich gucke da auch immer noch rein mhm. und gucke, okay, was habe ich vor zwei Jahren reingeschrieben? Mhm. Wo ich heute. Ja, wenn yeah. ich dann, wenn ich dann diese Parallelen sehe, diese Vergleiche, setze. Mhm. Die, die, also, krass, nice. krass, krass, krass. Und das empfehle ich wirklich jedem. Mhm. Und ja, null nice. Euro, was ist I'm kostenlos. Ganz, sorry, tu, vielleicht wollte ich nicht. Go head, noch, ahead, bro. Go ahead. <laughs> um, genau, also du hast jetzt dann, dich sage, ich sag, sag mal, selbst weiterentwickelt durch Bücher, durch Coaching. Und was ging danach bei dir? Also die Story war, glaube ich, noch nicht vorbei. Die ich war noch nicht genau. vorbei. Ja, hey, genau. Die nicht vorbei. Richtig. Wie gesagt, erstmal angefangen, mich mit Mindset zu, zu beschäftigen. Mhm. Und ich habe dann zu einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, okay, ich habe jetzt ein Fundament aufbauen können. Mhm. So. Und dann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und mhm. diese Frage habe ich mir gestellt Anfang Januar mhm. letztes Jahr, also 2020. Mhm. Da, wo erst jeder äh, nicht wusste, okay, was ist Corona. Corona, ja. So. Ich habe dann ähm, studiert mhm. wieder es war eine Privathochschule mhm. im Bereich Marketing Management. Okay, dope. Also ich wusste halt einfach, dass Marketing-Thema ein Thema ist, was uns alle beschäftigt. Mhm. Also ich meine, ich vermarkte mich ja gerade auch. Ich vermarkte dich auch. Yeah, yeah, also exactly, Marketing yeah. ist immer ist die da. Mhm. da ja. Die Frage ist halt ja. nur, in welche Schiene. Also Affiliate Marketing, yeah, Content genau. Branding, das genau. gibt ja diverse. Da es diverse Richtungen, Richtungen genau. Und ähm, ich habe gesagt, okay, warum fange ich jetzt nicht mal an? Ich mhm. Habe einfach gesagt, okay, vielleicht kann ich da ein, zwei, drei Semester bleiben, meine, meine Expertise noch mal erweitern und dann sagen okay ich ähm, genau. starte jetzt einfach mein eigenes Projekt so mhm. hab dann angefangen zwei Semester tatsächlich und dann parallel dazu gesagt okay ich mache mich jetzt selbstständig mhm. ich habe erstmal angefangen mit äh, mit so einem Instagram Account mhm. habe da ein bisschen Content gepostet Content mhm. geliefert konnte mir dadurch eine kleine Fanbase aufbauen also halt auch eine, eine, eine solide Community mhm. und ja gesagt ey es macht Spaß, also ich sehe da auch eine gewisse Zukunft. Mm. Es hat halt nicht so funktioniert, da also, bin ich euch mm. ehrlich, ich habe jetzt mm. keine Million damit verdient. So, ist nicht, <laughs> Alles gut, also so, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, wie es ist es, ich sag mal, um, am Schalter zu stehen mm -hmm. und um Leute zu haben, die auf dich zukommen yeah, genau. und denen zu helfen. Yeah. Und das, das konnte ich damit gut vermitteln, das konnte ich damit gut äh, lernen. Mm -hmm. Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, das Ganze macht Spaß, aber ich möchte noch mehr. Mm -hmm. Weil mein Projekt war eher so, so ein kleingehaltenes yeah, Projekt, was ich yeah, da mm -hmm. äh, verrichtet habe. Mm. habe ich gesagt, okay, ich gründe eine eigene Agentur, eine eigene Social Media Agentur. Ah, okay, dope. Ja, da habe ich eine eigene Social Media Agentur gegründet, hatte in jedem Bereich einen Leader tatsächlich, also einer, der sich darum gekümmert hat mhm. und auch Kunden in dem Bereich. Mhm. Ich hatte Kunden in dem Bereich, die ich ge geholfen habe, wenn die eine Webseite gebraucht haben, wenn die einen Marketingauftritt gebraucht haben, mhm. Facebook Ads und diese ganzen Geschichten. Mhm. So, also, nice. wie gesagt, ich habe mich auch mit den Themen beschäftigt. Und erst danach gesagt, okay, ich äh, mache das bei du anderen. Weißt du, ja. also man muss erstmal gucken, okay, funktioniert es bei einem selbst? Mhm. Und dann Die kann Methode, man sagen, okay, ja. ich, ich bringe das an den Mann, ja. ich verkaufe das, ja. ich helfe da anderen Menschen. Ja. So, hab das Ganze gemacht, hat mir auch Spaß äh, bereitet und dann gesagt, ey, also, ich habe einen Kunden, der mhm. war im Finanzdienstleistungssektor tätig. Mhm. Ich habe halt gesehen, wie er arbeitet und was er macht. So. Und mhm. er hat halt sehr, sehr viel mit, äh, mit Immobilien zu tun, mhm. mit Investments, mit Absicherungen. Mhm. Und es waren auch so Thema, Themen, die, die mich interessiert haben, mhm. tatsächlich. Mhm. Aber ich hatte halt keinen wirklichen Bezug dazu. Ich mhm. habe damals ähm, nach meiner Realschule versucht, eine Ausbildung zu machen, weil ich, wie gesagt, mhm. nicht wusste, was ich machen wollte. Mhm. Und äh, auch, auch an äh, diverse Immobilienbranchen äh, und äh, Firmen meine Bewerbung geschickt. Mhm. Mhm. Aber die haben mich alle nicht angenommen. Alle abgelehnt. Ne? Warum, kann ich euch nicht sagen. Ja. Ähm, aber ich finde es gut, weil jetzt stehe ich da, wo ja, ich stehe. Ja, aber vielleicht hat genau das dir ja. den Feuer gegeben, da in diese Richtung noch nochmal mhm. dich reinzuarbeiten. Ja, genau. Nochmal zu sehen, hey, okay, die haben mich vielleicht vorher blockiert, ja. aber jetzt nicht mehr, Bro, ja, ich stehe auf meinen Füßen. Ja, ja. Richtig, richtig, Ja, ja Mann. Deswegen finde ich es gut, dass die mich angenommen haben. Ja, Mann, doof. Bisschen paradox, aber ja. genau. Ich habe dann im Nachgang, wie gesagt, diese Finanzdienstleistungsbranche kennengelernt. Mhm. Und gesagt, okay, ich, ich fange da auch mal an. Du probierst es. Ich mhm. probiere das. Und ich habe aber von vornherein gesagt, ich will zwei, drei äh, Schwerpunkte haben. Okay. So. Was sind diese Schwerpunkte? Immobilien, mhm. Investments. Investment. Richtig. Mhm. Da habe ich mich reingefuchst, mhm. weil ich auch damals, wie gesagt, im Network Marketing ja auch äh, mit Investments, also mhm. Forex-Trading Forex Trading, zu okay. tun hatte. Mhm. Und es hat ja auch über, überwiegend auch was mit Investments zu tun. Es ist halt je nachdem wie du das konditionierst mhm. kurzfristig oder langfristig mhm. und ähm mir gefällt bei diesem vor Dinger das ist ja. nicht das ist für mich habe ich ich habe nur die kurzfristigen Sachen erlebt dort okay. für mich war das vielmehr so das ist ein Zocken einfach. Ich hab ehrlich, das ist Zocken. Das ist Ortset. Ich meine, typico. Ja, ja, ja. Hast du was ausprobiert? Ich hab's, ich, hab's mir, ich hab's nicht ausprobiert, ich hab's mir angeschaut und okay. hab erstmal gelernt. Und ich hab hey, yo, was ist das? Das ist Bullshit. Konnte ich mich nicht identifizieren. Mhm. Dann hab ich gesagt, hey, na, was ist das? Dann geht das gar nicht in meine Richtung. Weißt okay, ich mein, okay, okay. Wenn dann will ich lang, was Langfristiges okay. oder irgendwas in der Art, wo ich dann mhm. denke, okay, was für mich Sinn macht, für, verstehst du, für mhm. meine ganze Fam. Ja, logisch. Ich, Sieht's ich mein, bei ja. dir aus? Hast du mit Forex ja. noch nie? Mhm. Okay. Ja, ich habe wie gesagt damals äh, damit angefangen ganz kurz im Network ja, alles schon gut. aufgehört und dann wie gesagt im Nachgang letztes Jahr mhm. mit den zwei Sp äh, Schwerpunkten Immobilien ja, und, und ähm, Investments dann mich wieder da reingefuchst mhm. mit was also mit was hast du äh, bei Investments dann angefangen ich habe angefangen andere Leute zu beraten okay also ich habe angefangen äh, mir mir gewisse Dinge anzuschauen mhm. wo ich dahinter stehen kann mhm. und gesagt okay ich äh, möchte in dem Bereich andere Leute beraten mhm. so und dafür bekomme ich meine, meine Provision jedes mhm. Tages. So. Ah, okay. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie meinst du das? Also wie die Provision aussieht, meinst du? Nein, 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 <laughs> <ich meine lacht> die Beratung. Die Beratung du du, sieht ja. so aus. Ähm, ich habe mich mit den Menschen hingesetzt, also ganz meinen Termin vereinbart. Ja. Ein Erstgespräch, mhm. so nennen wir das. Mich mit denen hingesetzt und dann erstmal rausgehört, was sind deren Ziele und Wünsche. Ja, yes, sir. Wichtig. Beziehungsweise, was ist dir wichtig? Was ist dir, wichtig. Wichtig. Was ja. ist dir wichtig, lieber ja. Kunde? So. Hat er erzählt. So sieht's aus, ich habe Frau und das und das und ich Haus und Kinder und Erbe und bla tralala. Mhm. Alles aufgeschrieben. Mhm. Ich habe gesagt, okay, toll, danke. Wir werden uns im nächsten noch nochmal treffen. Mhm. Und bis dahin habe ich mich dann hingesetzt mhm. ein Konzept errichtet. Mhm. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, überlegt, okay, mit meinem Team gemeinsam, wie könnte ich ein Konzept, was genau auf ihn angepasst ist, ihn anfertigen, mhm. damit er. Äh, ja, davon profitiert, Mehrwert ja, davon ja, hat. Ja. Wie, also wir ja. vergleichen das immer mit so einem Anzug. Mhm. Wenn ich jetzt heiraten möchte, mhm. brauche ich einen Anzug. Ja. Der ist maßgeschneidert, der ist mhm. angefertigt auf mich individuell. Richtig. so Wenn du den anziehst, dann wird er wahrscheinlich, ja, 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 genau. <laughs> mhm. wahrscheinlich zu klein sein. Ja, genau. Ich bin so ein Skinny Deswegen bei dir wird es wahrscheinlich zu klein sein. bei dir genauso. Ja. Und deswegen, wir schauen immer, dass wir wirklich das Ganze individuell auf den Kunden abstimmen, mhm. damit er auch wirklich einen Mehrwert davon hat. Mhm. Und im nächsten Gespräch, wenn der Kunde dann kommt, dann setzen wir uns hin, ich zeige Ihnen die ganzen Vorteile, in den Mehrwert, den ich einfach äh, mhm. mit einbringen kann. Ja, und dann sagt der Kunde: Ja, möchte ich haben oder nicht? Mhm. Ich mache die ganzen Unterlagen fertig, schicke sie an die, an die Institute rüber. Mhm. Und bekomme meine Kottage meine Provision. Mhm. Und der Kunde ist glücklich am Ende des Tages. Und also. vor allem mir ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Kunde im Nachgang mhm. immer einen Ansprechpartner hat. Ja. Das heißt, er kann immer auf mich zukommen, Zugreifen. wenn es irgendwas ja. kommt. Wenn er fragt, okay, ja. wie sieht es mit meinen Investments aus? Ja. Wie, wo können wir nochmal nachbessern? Ja. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Wo können wir das Geld nochmal investieren? Also, das ja. sind auch so Dinge, womit ich mich beschäftige. Ja. Und ja, Mann. Richtig gut. Ähm, aber ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, wir springen ein bisschen. Mhm. Ähm, du hast jetzt dann dich in die Materie eingelernt, genau. du den ähm, Kollegen damals im äh, Marketingbereich Marketing genau. kennengelernt hast. Genau. Und dann hast du dir ein eigenes Gewerbe aufgesetzt, dann oder wie? Gewerbe habe ich ja schon letztes Jahr, bevor mhm. ich die Marketingagentur gegründet habe. Ah, okay. Gegründet. Genau. Und dann habe ich die Marketingagentur automatisiert. Mhm. Ich habe mir eine Person gerufen und gesagt: Ey, du bist jetzt der Leader, du bist jetzt sozusagen der Herd mhm. von dem Ganzen und der mhm. macht das Ganze. So. Mhm. Ich, ich schaue halt ab und zu, zu mal drüber, rüber, ob, ob die Verträge passen, ob das alles, genau, also die, rechten Dingen zuläuft. Gen, ja. so, ähm, ja. Genau, das Bürokratische, du siehst, du schaust drüber, aber der, dein, ähm, dein Partner in dem Fall, der übernimmt die ganze Marketing. Richtig, Geschichte, richtig, also richtig. Genau, genau, genau. genau. Okay, und ich cool. habe gesagt, ich ja. möchte mir ein weiteres Standbein aufbauen mhm. mit halt, wie gesagt, der Immobilienbranche und der Investmentbranche. Genau. Und dann, wie gesagt, ich, bereich, ich berate dann in den beiden Bereichen. Nice. mal wieder Kunden und habe halt eigene Projekte. Ja. Ich berate mhm. und habe auch meine eigenen Investments und Immobilien. Mhm. Okay, mhm. genau Immobilien Stichpunkt. Das wäre mein nächster Punkt. Wie bist du, weil du hast ja jetzt dann angefangen mit, äh, mit Investments, also die Leute zu beraten in Richtung Investition, mhm. Investments. Ähm, aber wie bist du dann in Richtung Immobilie gekommen? Einfach nur weil das ein Teil ist. Also das auch. Also ich meine, du kannst ja eine Immobilie kaufen und quasi das als Investmentanlage mhm. sehen, dass es in den kommenden Jahren Dadurch, dass die, äh, die Mietpreise und die, die, die ganzen Geschichten ja, ja, steigen, ja, 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 ja. dass dann davon was dabei rumkommt, mhm. sage ich mal. Oder, also das war wahrscheinlich auch ein Anhaltspunkt bei dir, wie du überhaupt dazu gekommen genau. bist. Genau. genau, Also am Ende des Tages war das Ganze so. Ich habe halt gesehen, dass diese Investmentbranche halt übergreifend auch in dieser Immobilienbranche in einem ist. Und ich finde, ja, die Immobilien ist ein geiles Thema. Also auch ja. wenn wir über... Passives Einkommen sprechen. Mhm. Ja, ja, weißt genau. was es gibt? Wenn du chillst und weißt, du hast eine Wohnung, ja, vermietest ja. die und weißt, da trudeln jetzt 800 Euro rein. Ja, ja, genau. Das Bessere gibt es nicht. Und ähm, ich habe gesagt, da möchte ich hin. Mhm. Ich möchte dahin, wo ich irgendwann sagen kann, ich habe jetzt 100 äh, Immobilien in meinem Bestand. Mhm. Ich mache gar nichts mehr. Mhm. Also, du sagst ja, du fährst zweigleisig. Mhm. Einmal berätst du und dann gleichzeitig machst du auch selber so. dein Ding. Mhm. So, als du dann gesehen hast, hey, das willst du auch. Was, was waren da deine Steps? Wie bist du da hingegangen? Was Richtig. war also dein Startkapital, mit dem du reingegangen bist? Mhm, ähm, und genau, was für ein Zimmer oder welche, welches Haus war es letztendlich? Mhm, das, war das Ganze ist so: Die Preise hier in Deutschland, mhm. vor allem in Frankfurt, das ja. ist ja eine Metropole, kannst du fast nicht bezahlen. <laughs> Sir. Wie ich hier auch. Ich, ja. <lacht> <lacht> genau. ich habe jetzt keine Million auf meinem Konto mit 20 ja, Jahren. Was mache ich jetzt? So. Ja, das war so also die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich sage, so, okay, ich komme aus Ghana. Mhm. Wir haben schon ein Haus in Kumasi mhm. und wir wollen ein nächstes bauen. Na klar. Mhm. So. Okay, warum warum, warum gucke ich da nicht mal rein? Mhm. Wieso ich nicht, oder wieso schaue ich nicht, wie es da aussieht? Mhm. Weil von den Preisen wusste ich halt direkt, die sind auf jeden Fall nicht so wie in wie Deutschland. In Deutschland. So, und da kann ich halt direkt mitmischen, direkt mit meinem mhm. Kapital da einsteigen. Mhm. So. Und ich habe da bei unserem ersten Haus tatsächlich mhm. einfach mit, äh, mit den Prozessen mitgelebt. Ich habe mhm. geguckt, wie läuft das ab? Ja. Wie sind die Absprachen? Ja. Wie läuft es mit dem Architekten ab? Wie ja. läuft es mit den... Kapenter ab und ja, sowas. Ja, genau, ja, <laughs> die ganzen, diese ganzen genau, Geschichten. Ja. Ich meine, es ist nochmal eine ganz andere ähm, Gestaltung, Gestaltung hier in Deutschland. Ja, 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 genau. Aber vom Grundprinzip ja. ist es ja das gleiche. Du hast einen Architekten, du hast einen, äh, Ingenieur, ja, du hast Arbeiter und dann genau. hast du irgendwann ein Haus. Und verschiedenste, sage ich mal Phasen. Richtig, richtig. Hausbauen. Die sind ja gleich. Aber dieser dieser Feinschliff, der ist immer ja. nochmal anders, ja. äh, je nach ja. Land, je nach äh, Infrastruktur. Mhm. Infrastruktur, yes sir. Und ähm, ich habe dann einfach, wie gesagt, da einfach erlebt. Okay, wie läuft das Ganze ab? Wie sind die so die verschiedenen Phasen? Mhm. Und gesagt, okay, wieso übertrage ich es einfach nicht hier mhm. Deutschland mhm. so und ähm, ich hatte aber halt immer noch nicht kein, ich hatte immer noch keine Million auf meinem Konto so mhm. ja, ich klar. wusste halt, okay so läuft es ungefähr ab mhm. aber wie mache ich das jetzt mhm. ich gedacht, okay was mache ich also wie würde es aussehen Jeffrey wenn du erstmal Immobilien vermittelst mhm. ja also wie würde es aussehen wenn du erstmal Immobilien vermittelst weil dann bekommst du da auch noch mal eine gewisse Expertise, Expertise yes, also, du weißt, wie die, wie die Kaufverträge aussehen so, müssen, du okay. weißt, wie wie es mit der Finanzierung aussehen muss und diese ganzen Geschichten. Yes, mit dem Notar und sowas. Und dann habe ich gesagt: Okay, vermittle ich es erstmal mhm. und dann gucke ich, dass ich mir eine eigene also, Immobilie baue. Ja, genau. So. Also, das ist jetzt, du sprichst gerade von Deutschland. Richtig, ja, ich genau, spreche gerade genau, von genau, Deutschland. Klar. Genau. Mhm. Und dann habe ich ähm, über das Institut, mit dem ich da sehr, sehr eng zusammenarbeite, mhm. äh, ja die eine oder andere Wohnung bekommen, die ich vermitteln kann mhm. oder vermitteln darf. Mhm. so ähm, die habe ich dann vermittelt, das war eine Wohnung tatsächlich in Frankfurt. Mhm. Äh, meine Provision bekommen. Mhm. Alles war gut. Also ich meine, der Prozess als, als solches, jetzt mal ganz grob gesagt, du hast, du hast eine Wohnung, du hast äh, eine Plattform wie zum Beispiel ImmoScout, mhm. lädst das Exposé, also die Anzeige hoch, mhm. du hast da hast du Bewerber, guckst, okay, wer ist plausibel, wer passt. Genau. Dir in diese Rahmen weil ich meine der Vermieter selbst hat ja auch noch mal Kriterien ja, ja. Ja, genau es gibt manche die sind halt ein bisschen ja ein bisschen enger konditioniert die wollen wirklich nur dass der und der und der Richtig. mit so und so einem Einkommen da drin lebt und da es auch ein paar rassistische Vorfälle. Ja, Mann, man, deutsche mir auch nicht Familie, weil ich wollte das gleich ja. ansprechen. Deutsche Familie mit zwei Kindern, ja. höchstens, keine Haustiere, <laughs> nicht Raucher und dann richtig. Nur dann darfst du sie als Dinge als Bewerber vielleicht irgendwie in Erwägung nah, ziehen. Nee, hey, das Scheiße, ist Deutschland, Bro, und deshalb haben also. wir hier wir wir müssen mehr machen, yes, weil wir wir kommen aus den äh, Wohnungsgesellschaft. Yes. Richtig. Verstehst du? Wir, wir kommen Siedlung. aus. Wir kommen, wir sind Systembabys. Yes, wie es jedes Mal hier in dem Podcast immer wieder sagen. Yes. Und ähm, zum Beispiel mir... Bei mir In der Wohnungssuche damals in München ist mir das zum ersten Mal richtig über den Weg gelaufen, mhm. wie krass das ist von Vermietersicht, wie die mhm. eigentlich alles, was so ausländerisch ist, gar nicht wirklich in ihren privaten mhm. Dingen vermieten wollen. Weißt du, was ich meine? Weil sie viel mehr einfach, sie wollen zum Beispiel, also meine, meine Vermieterin, meine Ex-Vermieterin, ähm, ich musste ja damals dann, als bevor wir jetzt hierher gezogen sind, mussten wir ja Besichtigungen und alles Mögliche ja, planen. Und bei den Besichtigungen bin ich dabei, also ist mein Zuhause, <laughs> right? und dementsprechend genau sie hat mir halt schon vorab so erklärt ja hey, also sie hat jetzt diese Leute eingeladen in Ägypten mit seiner Frau die jetzt neulich geholt hat irgendwie die beide studieren in Paderborn wollen jetzt hier leben und so mhm. aber das Ding ist so die sprechen kein Deutsch die und die nicht. will die kann die will niemanden der kein ja, Deutsch spricht ja, weil sonst kann sie nicht richtig die kann nicht mit denen kommunizieren na denn so solche Sachen ja. das ist übel schwierig und jetzt stelle ich mir vor wie unsere Eltern damals mit keinem <laughs> Deutsch vielleicht probieren sowas irgendwie das wäre für die ideal. Die haben auch vielleicht die Voraussetzungen finanziell. Yes, sir. Aber dadurch, dass diese vielleicht die Sprachbarriere Barriere oder die kulturelle Barriere da ist, sagen die Vermieter nein. Das heißt, Arschkarte. Ja. Verstehst du? Yes, sir. So war es dann letztendlich auch bei den Genau. Sorry, aber, ja, aber. Nein, aber. auch, auch, auch als, als Vermittler habe mhm. ich auch solche Vorfälle. Mhm. Ja. Also ich meine. Vom Sprachgebrauch bin ich ja gemäß der, der Vorschriften, also ich kann mich mhm. ja ganz normal mit, mit deutschsprachigen Menschen artikulieren und ja. verständigen. Yeah, sure. so. Aber trotz dessen ist halt dieser, dieser Hintergrund, dass ich schwarz, schwarz bin, halt da, der ist bestehen. Genau, die so. trauen dir dann nicht. Ja. Ah, okay. <laughs> ich und weiß. ich habe da aber schon vorgesorgt, also ich habe jetzt mittlerweile äh, eine Vermittlerin, also die okay. arbeitet für mich mhm. tatsächlich, Super. Sie ist weiß, yeah. Frau, yeah, blond ja, genau. Dann ruft sie mich nur an und sagt, ey gut, die Wohnung vermittelt oder nicht. Und dann yeah, weißt du, so, fertig. Also ich genau. gehe teilweise selbst nicht mal dahin. Also yeah. mhm. weil ich einfach das vermeiden möchte. weil Ich meine, ich kann sie ja trotzdem vermitteln, aber mhm. der Weg, einfach, bis ich sie vermittelt habe, ist mhm. halt viel mhm. mühseliger, als, ja. als, als, als wenn jemand anderes mit genau. weißer Haut, mit, äh, mit deutscher äh, Herkunft, kommt, yeah. mit blonden Haaren das Ganze verrichtet. Wow. so Und das ist fucking deep. This ja, fucking das ist aber. Das ist traurig. Siehst Erstmal als äh, Wohnungsnehmer bist du, hast du die A-Karte. Mm. No. Als Vermittler, Vermittler mm. hast du die A-Karte. <laughs> Verstehst du? Ja, wir müssen ownen, Bruder. Wir kommen nicht drum herum. Und selbst da, bei ownen. ohne Weil das ist ja das Gleiche. Weil, wenn yeah. ich jetzt zum Beispiel zu ihm komme oder wir zu ihm kommen yes, und sagen, wir wollen kaufen, yeah. ja, mm. jetzt muss er vielleicht jemanden, also jemanden finden, der verkauft. Yeah, vielleicht yeah. will die Person ja gar nicht an uns verkaufen. Vielleicht gibt es ja auch diese Richtung. Verstehst du, was ich meine? That's die it, denkt yeah. sich, ey, die, sie passen bestimmt nicht in diese Nachbarschaft. Genau. <laughs> you know. so. Oder in dieses in diese Hauskomplex. Verstehst du, was ich meine? So. Ist deep, ist deep, ist deep, ist very deep. Was ich zum Beispiel noch gerne wissen wollte, ist, da du jetzt ja ähm, quasi deine Erfahrung als Vermittler gemacht hast, worauf kommt es bei dem Kauf einer Immobilie wirklich an? So, was sind die Dinge, wo du dir genau anschaust? Mhm. Stell dir vor, ich oder ich oder irgendjemand, dir, ja, mhm. sag ich mal. Deiner, okay. deiner, deines Schemas, yeah. sag ich mal. Kommt, möchte eine Wohnung kaufen. Weil das sind jetzt meistens unsere, das ist meistens unsere Leute da draußen, die sich vielleicht jetzt gerade auch mit dem Thema beschäftigen. Yes, Und worauf achten wir jetzt dann am besten, wenn wir sagen, wir gehen eine Immobilie kaufen? Okay, okay. Die Frage ist wo? Die erste Frage ist wo? Deutschland. Wo? Deutschland. Ja, yes, sorry, yes, klar. Okay. Also, sorry, das war meine Voraussetzung. Okay. Deutschland. Deutschland in ja. Stadt, außerhalb, Kaff. Stadt. Stadt. Genau. Like. Lass, mich, lass mich das so aufstellen. Sorry, Bro. Mhm. Ähm, wir sind ein also ich ich irgendwie mit meiner Frau, mhm. ja, oder er mit seiner Frau, je nachdem. Mhm. Wir haben ein Einkommen, beide zusammen von 110 vielleicht, mhm. weil beide berufstätig sind, ja, 110.000 pro Jahr. Mhm, mhm, mhm. Und jetzt ähm, suchen, wir uns nach, suchen wir uns einfach was. Also wir würden gerne an Stuttgart jetzt zum Beispiel bleiben, Großraum Stuttgart oder Großraum Frankfurt, whatever, mhm. Und jetzt suchen wir. Okay. Wir würden natürlich nicht in die DDR ziehen. Das macht für uns <laughs> keinen Sinn. Ist, ich meine. Oder in die Pampa, wo wir ja. drei Stunden brauchen, bis wir zum Geschäft kommen, weil wir vielleicht in der Stadt arbeiten. Ja. So exactly. Okay. Das ist so dieser Kontext, den ich aufstellen stelle. Okay. Ja. Und das Ziel bei dem Haus oder bei dem Objekt ist es, da selbst drinnen zu leben oder ja, ein mit Investment Familie. zu erschaffen. Eine Familie. Also Kinder, alle sollten dann auch da drin später leben und aufwachsen. Okay. Ich, da, ich bin da immer ein bisschen. ja. Ich bin, da, ich bin da nicht d'accord okay. an so einer Herangehensweise. Okay. Warum? Weil es verbranntes Geld ist. Warum sagst du das? Ja, genau. <laughs> genau go ja, go es ist verbranntes Geld. Why? Wenn ich jetzt sage, ey, wo ist, Haus, wo ist ein Haus, das gefällt mir, ich ziehe da ein und zahle jemand Geld an die Bank. Aber was sagst du zu jetzt zu unseren Eltern oder so, die wo weiterhin an die Gesellschaften, Wohngesellschaften, die ganze Zeit das Geld verbrennen? Das ist ja dann noch schlimmer. Richtig, richtig. Ich habe da mhm. ein bestes Beispiel. Meine Eltern. Yes, Ist Meine Eltern. Mhm. Die sind äh, vor plus minus 15, 20 Jahren mhm. bei uns in der Siedlung eingezogen. Mhm. Auch wirklich komplett Wohnsiedlung und äh, ja, mhm. jetzt nicht die besten Verhältnisse auf denen. Und die ähm, zahlen halt rund 1000 Euro plus minus Miete. Mhm. Ja? Mhm. Und ich bin dann letztens zu meiner Mutter gegangen. Mhm. Ich habe meine Mutter gefragt: Mama, warum? Mhm. Also, warum leben wir seit 15 bis 20 Jahren in einer Mietwohnung, mhm. wo wir jeden Monat 1000 Euro bezahlen? Mhm. Mhm. Ich gesagt, keine Ahnung. Ich, Handy genommen, mich mhm. gesetzt und um diese 1000 Euro zusammengerechnet. Klar, das, das, haben wir genau, genau. das haben wir alle schon gemacht. <laughs> das haben Bro. wir alle schon gemacht, Bro. Glaub mir, diese Gespräche, diese Gespräche, die yeah. du mit deiner. El mit deiner ja. Mutter oder deinen Eltern geführt hast, mhm, die haben wir auch schon ja. mit unseren Eltern geführt. Ich glaube, eines Tages <laughs> bei jedem in Live kommt ja, dieser kommt Tag. Dieser Tag weil Richtig. Wir sind ja jetzt die Abnehmer. Richtig. Wir sind ja jetzt die Erben, Richtig. die wo wir jetzt genau da jetzt quasi übernehmen müssen irgendwann Richtig. mal. Und deshalb kommt diese Frage dann. Weißt du, was Richtig. ich meine? Go ahead, Hermann. Ja, ich habe das zusammengerechnet. Ja. Mhm. Warum? Weil ich mir gefragt habe, warum. Ja. Ich hab dich gerade ergänzt, sorry, Bro. warum, Ja, Mann. Es waren in Summe 100.000 bis 200.000 Euro. Yes, sir. Safe. So. 100%. Hab dann im Moskot reingeguckt, eine Dreizimmerwohnung Drei gefunden. Yes, sir. In dem Bereich, den yeah. du, die du kaufen könntest. Mm -hmm. Und wenn meine Mutter anders gehandelt hätte, mhm. indem sie die Wohnung gekauft hätte, mhm. meine Mutter will in 5, 6, 7 Jahren wieder zurück nach Ghana gehen. Ja, ja, richtig. Bestimmt und dann genau, kommt Ghana die in Rente, zieht. dann genau. Richtig. Und dann jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Ja. Vor allem in CDs umgerechnet. Wie viel ja, sind ja. das? 7.000, 8.000? sind 7.000 CDs, korrekt. Highlife. Highlife. Okay, ganz kurz, ganz kurz. <laughs> Weil, wie gesagt, wir haben diese Gespräche mit <laughs> unseren yes, Eltern Und, und das yes. will ich jeden vermitteln. Genau. Yeah. Definitiv sehr wichtig. Ich will aber in dieses genau in diese Thematik noch weiter eindringen. Was hat deine Mutter dir damals gesagt? Weil sie halt wird das Gleiche gesagt haben wie unsere die Eltern. Mutter, yeah. sie, keine Ahnung, wusste sie nicht. Genau, ganz sie einfach. Wusste es nicht. <laughs> Wenn du nach Deutschland kommst, vor allem damals in den 80er, 90er, gibt es da, da gab es dieses yeah. Playbook für dich nicht. Mm -hmm. Wir sind die ersten, die in dem System aufwachsen und diese Dinge sehen. Unsere yeah. Eltern haben nur daran gedacht, jetzt in dem Moment Geld zu machen. Mhm. Und gegebenenfalls sogar nach Ghana zurück zu investieren. Ja. Das stimmt, das stimmt. Da gab es kein, hey, ich hole mir hier was und vielleicht später lässt yeah. es, wird es für mich arbeiten. Mhm. Nein, 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 nein. Aber, also das ist, deshalb ich, kann da ich mir da vorstellen. Das Ziel war einfach das andere. Das Ziel war es zu Sir. leben. Das Ziel war zu leben. Zu überleben. Stabil, also stabil zu leben, mhm. wirklich. Ja, also ja, kein, ja, ja, keine. Ja. Keine ähm, ja, Jobverluste oder nicht wissen, wo man morgen richtig, Essen herbekommt. Ist, weißt du, was ich meine? Weil das sind die Umstände, mit denen unsere Eltern halt damals richtig. zu tun hatten. Yes. So, ja, 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 ja. Weil als sie das jetzt accomplished haben, Bruder, das ist deren Accomplishment. Mhm. Und wir müssen anfangen, das haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal hier in, dieser, äh, in dem Podcast gesagt, mhm. dass wir denen, das können wir denen nicht einkreiden. Die wissen nicht mehr, die wussten nicht besser. Ja. Wir können natürlich jetzt die Kalkulation machen und sagen, hey, ja mal, was ging. <laughs> weißt du, was ich meine, aber die <laughs> haben das, die sehen ja, so weit konnten die ja noch gar nicht sehen. <laughs> für die, deren weite, nicht mal uns zu, also uns zu bekommen, war für yeah, die schon ein auf, yeah. ja hey, dann haben wir vielleicht ein Kind, hier, vielleicht wollen wir auch irgendwie wieder nach Ghana. Weißt du, was ich meine? Ja. <laughs> yeah, so, yeah. Um, ja, aber unsere Eltern. Ich will nur das vermitteln, auch noch dazu. Unsere Eltern haben schon das gemacht, was sie machen mussten. Yeah. Unsere Generation es ist, ist diese die, completed. Ja, genau. deren Mission genau. ist completed, ja. Bro. Die haben uns ermöglicht, in diesem System ja. aufzuwachsen, zu leben, die gleichen äh, Möglichkeiten eigentlich theoretisch zu bekommen. Ja, ein deutsches Kind. Richtig, richtig. Jetzt gilt es an uns, mhm. genau das weiterzuführen und sogar noch weiterzuziehen. Ja, so weit, wie, wie es bricht. Ja, wie, wie im Staffellauf. Wie im Staffellauf, Bro. Wir das. Genau. Wie, wie im Staffellauf. Wie im Staffellauf. Wie im Staffellauf, Bro. Du sagst es. Ähm, aber genau deshalb, um nochmal ganz kurz, wir, wir, sonst springen wir aus dem Kontext raus. Jetzt bin ich einer, ich bin berufstätig, meine Frau ist berufstätig. Wir wollen uns aufstellen. Mhm. Und ein, ein Haus oder eine Wohnung kaufen okay. in dem Fall. Dann empfehle ich dir Folgendes, mhm. weil du hattest ganz kurz, weil dein Punkt darauf war, dass das ist Geldfresserei. Ja, mhm. genau. Ich, und sag dir, ich will nur. Ich sagte, also wie ich es machen würde. Mhm. das ist meine Empfehlung. Yeah. Okay? Ja, alles gut, alles gut. So Ziel, du hast ja Ziel ist es, ein eigenes Haus zu haben. Yes, sir. Richtig, Okay. Ich würde, um wenn ich... Große Wohnung, je nachdem, egal. Hauswohnung, Bungalow, Käfig. Um drin zu leben, ja, was? Ich Ja, ja, ja. Sorry. <laughs> ich würde äh, erstmal Geld sparen. Also wenn wir davon ausgehen, dass man wirklich gar kein Geld hat, würde ich Geld sparen. Ja. Ich meine, jeder von uns könnte 150 Euro im Monat sparen. Ja, also, das würde ich jetzt einmal ganz pauschal mal so sagen. Der eine mehr, der andere weniger, aber um das Ganze mal wirklich realistisch zu halten, mhm. sage ich, jeder äh, könnte 150 Euro beiseite ja, legen. So. Legst du 150 Euro, mhm. circa fünf Jahre, mhm. beiseite sind das ungefähr 10.000 Euro. Hast mhm. so. mhm. du 10.000 Euro, denkst, okay, was mache ich jetzt? Was folgendes: Du nimmst dir 10.000 Euro mhm. und suchst dir eine Wohnung. Mhm. Es gibt Wohnungen im, im 100.000 Euro-Bereich, mhm. definitiv. Und die legst du dir zu. Also, mhm. du holst in eine Bank, die finanziert das, ganz mal die zahlen halt mhm. den Rest, die Differenz. Mhm. Und ähm, dann hast du erstmal diese Wohnung. So. Und vermietest Jetzt. die gleich unter. Drin. Richtig. Okay. Die Bank sagt, hier, wir wollen unsere Kohle, aber du sagst, hey, ich hab da jemanden, der, der lebt da gerade drin. Yeah. Ja. Also du selbst lebst da nicht drin. Du ja, lebst doch so. in deinem du Kauf. Dann, du ja. wartest noch. Ja, Weil ja. das ist auch ganz wichtig. Passives Einkommen, das ja. baut sich auf exponentiell. Ja. Ja, genau. Nicht von heute auf morgen. Nicht von heute auf morgen. Ja. Nicht von ja. heute auf morgen. Das, ist langfristig. Ja. das ist der springende Punkt. Mhm. Und wenn wir dann jemanden haben, der da drin lebt, mhm. und die Bank sagt, hier, wir möchten unsere 600 700 Euro im Monat haben, dann zahlt Person XY das mhm. direkt an die Bank. An die Bank, genau. Okay, richtig. Okay, okay. Mhm. Nach sechs, sieben Jahren, was passiert? Ist abbezahlt mhm. und die Wohnung ist immer noch bestehend. Ja. Und jetzt kannst du, hast du zwei Optionen. Mhm. Entweder du sagst, du chillst jetzt für dein ganzes Leben lang und sagst diesem Vermieter, das machst du aber im Vorfeld aus, mhm. ey, dein, dein Mietvertrag ist nur auf sieben Jahre befristet, mhm. du musst jetzt ausziehen und dann ziehst du da selbst ein und zahlst keine Miete mehr. Mhm. Oder du gehst da ein bisschen ja, schlauer ran. Oder ein bisschen wirtschaftlicher. Ja. So, der wirtschaftliche Weg wäre zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Wohnung mhm. und bin gutachter Gutachter. Ja. Wenn du eine Wohnung hast, also ja. da es auch noch mal, also du musst die du die Mikrolage, mhm. wo ist die Wohnung, äh, sind da Läden in der Nähe, ist da ein Bushaltesteller, das sind diese ganzen Faktoren, die sind auch, die sind auch ein, ja ein wesentlicher mhm. Punkt. So und wenn du dann das alles betrachtet hast und gesehen hast, okay, die Wohnung ist noch da, du hast einen Gutachter und der mhm. bewertet die Wohnung sogar besser. Also, ich habe Kunden, mhm. die holen, die haben eine Wohnung geholt vor, fünf, vor 15 Jahren mhm. für 70.000 und die ist jetzt 300.000 300 Euro 300 wert. 300.000 wert, yeah, so. sure. mhm. ja. Aber wir sagen, die Wohnung hat in diesen sieben Jahren keinen, keinen Wert an zugenommen. Wir sagen, die mhm. ist gleich geblieben. Die bleibt, kostet immer noch 100.000 Euro. Mhm. Und ähm, dann nehmen wir diese Wohnung mhm. und könnten jetzt theoretisch die dann auch. Eine Neufinanzierung ja. bereitstellen. bereitstellen Weil du stellen, kannst ja. entweder eine Wohnung oder mhm. Geld sozusagen der Bank vorliefern und die sagen, okay, passt. Mhm. Also, die haben auch nochmal deren Gutachtern und sagen, okay, mhm. wir schätzen das so und so ein. Aber wenn wir da wirklich ganz pauschal in die Sache rangehen, dann sagt die Bank, okay, die, diese Wohnung ist immer noch 100.000 Euro wert. Mhm. So Wir als Familie leben aber immer noch in der unserer alten Eigen, Wohnung. Ja, drin. Ja, genau. Und jetzt sind mittlerweile vielleicht 10, 15 Jahre vergangen. Aber mhm. das muss man auch wirklich offen ehrlich ansprechen. Ja, ja. So. Und jetzt könntest du theoretisch sagen, okay, jetzt habe ich weiteres Haus. Mhm. Weil du brauchst immer, um etwas zu finanzieren, mindestens 10% vom, vom, vom Kaufpreis. Für, genau, vom, vom genau. Kaufpreis. Also als Eigenkapital. Als Eigenkapital und jetzt könnte ich mir sinnesgemäß ein Haus holen für eine Million, mhm. diese Wohnung nehmen, die einen Wert hat von 100.000, mhm. was diese 10% entspricht mhm. und dann sagen, da zieht jetzt wieder eine Familie ein mhm. und die zahlt dann jeden Monat 3.000, 4.000 Euro direkt an die Bank. Mhm. Und nach weiteren oh. sieben Jahren Hast du, also wenn wir sagen plus minus, es kann ja immer differenzieren mhm. nach Lage und sowas, ja. nach, nach 15 bis 20 Jahren mhm. ein Haus, du kannst jetzt hier wieder ausmachen, ey, nach sieben Jahren musst du raus. Mhm. Für eine Million mhm. und zahlst Bro. keine Miete mehr. Bruder, aber ey, ich sag dir ehrlich, das ist Deutschland, Mann, ey. Ich will nur dabei sagen, eine Wohnung, die sie 3000 oder Euro oder so kostet, yeah. ein Haus, Haus. Jeder Deutsche wird sich direkt sagen, ich hole mir sie was, selber was. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich glaube nicht, dass die gleich dann anpacken und sagen, ich, ich miete was für 3.000, 4.000 mhm. Euro. Es kann also es ja, kein, es muss ja kein, es muss ja kein. Es muss ja nicht ein Haus sein, es kann ja auch ein Mehrfamilienhaus sein. Ja, genau. Ach so so meinst du? Ach, ich meine okay, Mehrfamilienhaus. Also ich habe auch, got ich hab Kunden, habe zwischen Kunden, der eine Wohnung, also ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Das sind drei Wohnungen mhm. für. Plus minus 800.000 und dann mm. krieg jeden Monat als Miete mm. 3.700. Ja. Also das gibt es. Okay, sowas. Das gibt es. Ah, okay, sowas. Weißt du, ich meine, das also ja, sind Mann. drei Wohnungen, die zahlen jeden Tag 1.000 oder, zahlen oder irgend ja, sowas. Genau. Weißt du? Ja, ja so, die an die ja, so in der Art. Bank. läuft bei mir gerade bestimmt Freifälle. <laughs> <Yeah>. Ganz einfach, <laughs> Alter, ich schwöre. <laughs> Hier sind sechs Familien drin, <laughs> glaubt mir jederzeit sein <laughs> Ding. Und die haben es bestimmt so abbezahlt, Alter. Weißt du, was ich meine? Gibt es eigentlich aber auch Wohnungen oder. Bruder, Mans Mike, sorry. Gibt es eigentlich auch ähm, Objekte, die ähm, an Wert abnehmen? Gibt's definitiv, sowas? definitiv, mhm. definitiv. Ja. Okay. Ja. okay, gibt es, gibt es überall. Und woran kann das liegen, was glaubst du? Diverse Dinge. Also mhm. es kann die Lage sein, es kann der soziale Umfeld sein, es kann die Schulen sein, mhm. die Läden. Solche Dinge. Aber tatsächlich erleben wir gerade vor allem in Frankfurt und rund um Frankfurt, dass viele Leute nicht in die Stadt wollen, mhm. sondern außerhalb. Mhm. Auch vor allem wegen Homeoffice. Yeah, 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 weil genau. ja nur zu Hause. Yeah, eben. Weißt du? Ja, eben. Ja, da willst du deinen Peace, da, da willst du Ruhe haben. Richtig. Ich halte noch mal fest, okay, weil dieses Thema gefällt mir gerade ganz gut. Ich bin jetzt zum Beispiel, wie gesagt, mit meiner Partnerin oder meiner Frau oder so 100.000 Euro ähm, oder 100.000 plus, sage ich mal, ähm, pro Jahr brutto kriegen wir ja. rein. Was Jeff empfiehlt ist, dass wir zum Beispiel jetzt mal erstmal schauen, was Kleines zu holen, mhm. das dann sag ich mal ähm, abbezahlen lassen, abbezahlen genau. oder tilgen, je nachdem, mhm. und dann damit quasi nochmal quasi was Größeres holen. Mhm. Und dann das quasi nochmal abbezahlen lassen und währenddessen dann gleich unser eigenes Ding vielleicht mhm. noch holen, oder? Also wenn ich jetzt Richtig. dann, wenn wir dann, sag ich mal, die kleine Wohnung abbezahlt haben, dann das Große holen, ja, mhm. ähm, dafür dann das Eigenkapital haben dann das Große jetzt abbezahlen lassen. Und da hast du eine Million? Dann hast du eine Million sozusagen. Weißt du, weißt, wenn du wieder einen Gutsachter holst und es von Wert nicht verloren hat, hast, hast ja. du eine Million Euro. Ja, ja das ist ein bombensicherer Plan. das, sind Bomben, Aber das Ding ist halt, was wir den Faktor, den ich halt einfach probiere, hier nochmal in Erwägung zu ziehen, ist mhm. einfach die Zeit. Weil ja. das dauert halt alles voll. Das dauert. Und bis dahin hast du halt schon, sag ich mal, deine eigene Miete ganz viel an jemand anders gezahlt. Verstehst mhm. weißt du, was ich mhm. meine? Also das Ding ist, ich bin voll bei dir. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Das Ding ist nur, ähm, man muss halt, bei wenn du, Worauf kommt es an? Es kommt auf viel weitere. Die Frage. Ja, genau. Also willst du daraus ein Investment machen? Richtig. Oder willst du für später was sich... Ein Erbe habe, machen, zum Beispiel. Das ist, ist halt die Frage, die man sich stellen genau. muss, weißt du? Weil, weil, komm, also, ich bin jetzt 20, wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich 40 und ich wäre immer noch halt... Ich wäre jetzt nicht ein Knacki, so ein... Ja, das ist true. Das ist true. Langfristig. Yeah. Yes, yes, Aber will ich von heute auf morgen was, dann muss da nochmal ganz anders an die Sache herangehen. Ja, yeah, das yeah, stimmt. That's stimmt. Das stimmt. Also, Langfristig, mittelfristig, genau. kurzfristig. Ja, man, ich glaube ich glaub echt wirklich, ähm, für jemanden, der wirklich gerade nur investieren will und, sag ich mal, jung ist, da macht sein Schema mm. extrem Sinn. Yes, sir. Für jemanden, der, sag ich mal, jetzt 30, Mitte 30 ist, mm. macht das für mich keinen Sinn mehr. Mm. Da würde ich direkt sagen: hey, hol dir was. Bezahlt ja. ab, gibt es deinen Kindern weiter. Wenn nicht, dann verkaufen die das und holen damit dann oder ja. vermieten das weiter. Die können dann ihr eigenes Ding dann, also ja, so. ja. ihre eigene Geschichte dann draus machen und das, dann noch mal was eigenes ja. kaufen. Dann kommst du auch, sag ich mal, auf diese Anzahl an Immobilien letztendlich, ja weißt ja. du, weil die haben dann schon eine Foundation, sag ich mal, ja. müssen da gar nicht mehr viel reinzahlen ja. und können damit dann quasi was Neues aufbauen. Ja. So, also man kann ja das in zwei Richtungen sehen. Entweder ja. du fängst klein an, ja. gehst groß, ja. oder du fängst groß an, gehst ja. klein. Ich kenne mhm. kenn Leute, die haben, äh, äh, sag ich mal, okay, das ist jetzt, glaube ich, MyGenett-Wohnung, das ist kein Haus wirklich, aber die haben das zum Beispiel geholt, haben das jetzt abgezahlt, wollen, werden das jetzt wahrscheinlich vermieten. Mhm. Die Kinder sind eh dann bald erwachsen, das heißt, mhm. der eine geht studieren, der andere der hat bestimmt seine eigene Wohnung, so sie, und so. Ja. Die holen sich was Kleines jetzt, haben mhm. das jetzt gekauft genau, yeah, und klar. ziehen mhm. da ein. Wenn mhm. ist das, mhm. das Große ja, das aber ist immer noch da werden. und so, sag ich mal, oder die Dinger und die, das, das vermieten ist. sie mhm. weiter. Mhm. So, das geht, auch. das geht auch in dem Fall. Ich glaube, das geht und ich mhm. finde sogar das so ein bisschen. Cleverer, einfach nur weil in Richtung Erbe wir wissen nicht was Dinger was wir hinterlassen letztendlich jetzt noch nicht wir haben noch keine Kinder du, <laughs> Sei denn, du weißt noch nichts davon Jamf, oder? <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht. <laughs> Nein, Schwarz, aber ähm, ja, ja Mann, dass wir einfach was das angeht auch ein bisschen langfristig denken dieses investment ding ist richtig gut zu denken wenn man halt vor allem auch noch keine familie hat zum beispiel richtig, ja, richtig, richtig. wenn man wirklich noch an äh, noch nie, so, sag ich mal in den startlöchern steht ja, ähm, wenn man eine familie hat dann muss man da anders dran definitiv ja, Mann, also absolut. auch mit mehr familienhaus vielleicht sagst du du hast vielleicht drei Objekte, also drei Parteien, das eine ziehst du ein, hast zwei, Richtig. man zahlt die teilweise das ab mit der Bank Richtig. und du auch. Ja, genau. Ist auch ja, ja genau. Aber ja. da haben wir die Herausforderung mit dem Eigenkapital. Also ja. ja. mehr für ein Haus, das kostet mal plus 500.000 Euro. Ja, sure. so, und mhm. du musst halt, wie gesagt, 10% mit einbringen. Bring, yeah. Hast du die 50.000? das yeah. ist das Ding, ja. Yeah. Das Ding, ja, yeah, genau, das habe ich, also ich glaube, da, da, da gebe ich dir völlig recht. Es gibt so viele verschiedene Ange also also Angehensweisen, also wie du da ra wirklich rangehen kannst und das muss jeder für sich individuell tatsächlich letztendlich entscheiden und ausrechnen. Ja, man. Ja. Ja. Ähm, aber Fakt ist, Bro, wir müssen uns die Immobilien holen. Sehr wichtig. Wir können viel hier links, Sehr rechts, richtig. hoch, runter, <laughs> dick, <Sehr> dünn, <laughs> klein, groß reden. Ja? Wichtig ist, wir müssen daran, weil ansonsten, Bro. Wir zahlen immer weiter an SWSG, <laughs> weißt du, was ist, ich meine, an die Wohngesellschaft und die mm, die die verdienen ich dumm und dämlich. Dumm und dämlich, Bro. Dumm und dämlich. Verstehst du? Ähm, vielleicht nochmal dabei, wenn, wenn du dann jetzt eine Immobilie gekauft hast, mhm. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage schon mal, also ich glaube, ich habe die vorher ein bisschen anders gesch gestellt. Mhm. Jetzt will ich nochmal wissen, worauf kommt es an? Welche Aspekte schaust du dir bei einer Immobilie zum Beispiel genauer an? Mhm. Um dann zu sagen, okay, ja, man, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Zum mhm. Beispiel jetzt gerade bei, bei der Frage von Ivans, hast du ja erwähnt gehabt, negative Aspekte, zum Beispiel Schulen, blablabla, bla, bla. Das sind wahrscheinlich auch die Aspekte, die du dir anschauen musst, richtig, in Richtung positiv richtig, 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 richtig. Zähl sie auf, zähl sie richtig. auf, nicht? Also, Mikrolage. Mikrolage. Also wirklich gucken, sind da Läden in der Nähe? Mhm. Wie ist es mit der Bahnanbindung aus? Mhm. Habe ich da Bus? Mhm. Kann ich fußläufig dahin gehen oder muss ich mein Auto nehmen, um dann zum Bus zu kommen oder yeah. zur Bahn zu kommen? Ähm, Richtig, wie ist aus ja. mit den Schulen? Gibt es da Unis? Mhm. Das sind auch so Fragen, die man sich stellen muss. Fitnessstudios. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es da noch mehr Dinge, weil mhm. es gibt ja auch immer mehr Ideen und immer mehr äh, mhm. Geschäfte. Mhm aber ähm, um das mal klein zu halten, das sind halt die Dinge, die halt ganz ganz wichtig sind mhm. Mikro und ja, jetzt, ja. Ähm, vor allem auch bei der Immobilie selbst. Wie mhm. ist die Umgebung, wie ist der soziale Aspekt, mhm. wie ist die Nachbarschaft, mhm. muss man auch, dran ja, ja, wie ja, ist klar. die Nachbarschaft. Aber halt in Betrachtung dazu, ob du das jetzt selbst kaufen möchtest oder drin äh, oder das, das vermietest. vermieten möchtest. Mhm. Also mhm. Ähm, das sind so wesentliche Aspekte. Und mhm. halt auch bei den Mobile selbst also muss man auch gucken wie ist wie ist der Bau ja mhm. äh, wie sind die wann waren die letzten Modernisierungen mhm. ähm, Energieausweis mhm. und solche Geschichten will ich äh, will ich mit Solarplatten also Panels arbeiten ja, genau richtig das sind auch so Dinge womit ich. oder Solarthermie man ne kann ich auch ja. empfehlen also um jetzt in die Zukunft zu schauen weil dann alles Solar ja dann machst du Solarstrom mhm. und Solarheizen und ähm, Dinge. Ähm, und ich meine, damit du machst du auch und, Geld. Also ja, du kannst ja. ja auch einen Teil abgeben an den, an, an den Staat sozusagen, ja, genau. dann bekommst du Geld dafür. Ja genau, Förderungen gibt es ja. dazu, alles mögliche. Yes. Mhm. Ja man, sehr cool. Also das finde ich ist einfach wichtig, dass die Leute da draußen wissen, ähm, ja, das sind einfach auch Aspekte, mhm. die man irgendwie für, also noch mitnehmen sollte und nochmal anschauen ja, sollte. Weil wenn du letztendlich in eine Gegend ziehst, ja. das sind nur Nazis, Bro, was willst <laughs> du da? Schimier's was willst du da? Du bist aber, da gechinkt. <laughs> ja, aber was ich <laughs> meine, die, man die mal dein Haus an, die machen dir alles kaputt dann halt. Hell nah, no, man. Es, Hell gibt, no. es gibt aber auch Immobilien, also nicht jede Immobilie, soweit ich weiß, ist gleich ähm, lukrativ. Definitiv mhm. nicht. Genau, genau. Also auch, auch Garagen, das mhm. habe ich gerade nicht erwähnt, Garagen, wo, wo, wo ich mein Auto packen kann, das ja. ist auch ja. ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, ja. Wenn du dein Auto da nicht packen kannst, mhm. es gibt es viele Leute, die sind jeden Tag mit Auto unterwegs und ja, die man. haben keinen Bock, dann zehn Runden über deren ja, Block zu ja. kreisen weißt du? Das mhm. ist... Ja, auch ich ungünstig. Deswegen, da die überall auch Automaten gehen. hinstellen, haben die bei euch auch <laughs> so gemacht? Parkautomaten? Ja. Nein, nein, nein. Bei nee. euch nicht? Nein, nein. Nee. Oh, ey, hier <laughs> in Stuttgart steht <lacht> überall, <laughs> Ecke. Ja. ja, Mann, das ist auch crazy. Und wenn solche, solche Dinge dann äh, aufkommen, weißt mhm. du, und die man dann, wenn man die dann in Betracht zieht und wie zum Beispiel auch eine Schule nicht in der Nähe ist, mhm. dann muss man sich auch die Frage stellen, okay, macht das Sinn? Mhm. Und dann aber halt immer noch die Frage, ist es für mich oder für andere? Mhm. Weil wenn ich. Mhm jetzt zum Beispiel da drin leben möchte und mhm. äh, keine Kinder habe, mhm. dann ist die Schule mir eigentlich schnuppe. Mhm. Wisst ihr? Aber wenn mhm. ich weiß, ich vermiete das, dann sollte es schon, äh, ja, 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 Sinn machen, da auch zu schauen, okay, ist da eine Wohnung, eine äh, mhm. Schule in der Nähe. Mhm. Ja, 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 ja. Nice, nice. Wenn du eine Wohnung oder ein Haus gekauft hast letztendlich, gell, mhm. ähm, und die, sag ich mal, auch abbezahlt hast, mhm. oder, sag ich mal, auch während du sie abzahlst, je nachdem, egal, abbezahlt mhm. oder während du sie zahlst, auf welche Kosten kommt es letztendlich noch drauf an? Kosten als, als Eigentümer. Wenn du jetzt dann selber ein Eigentümer bist, okay. da gibt es ja noch Kosten, die dazu, also die dazu kommen, vielleicht irgendwelche mhm. äh, wie heißt es ähm, shit, ich glaube ich hatte eins, ich habe vergessen, aber da, vielleicht Renovierung genau. oder Ja, oder also ich, also ich meine, das, das erst wichtigste ist das, was das Auge sieht, also Modernisierung, ja. also Renovierung. Yeah. Wie sieht das Ganze aus? Muss ich ja. da vielleicht noch Fliesen legen, die Wände streichen lassen? Die Renovierung selbst. Äh, Einbauküchen, soll ich das sozusagen auch anbieten und solche Aspekte? Wenn das erledigt ist, dann sind auch Versicherungen wichtig. Versicherung. Mhm. Also wir, wir leben im Land, da werden Versicherungen und sowas halt auch gefördert teilweise. Mhm. Mhm. Und ähm, welche Versicherung empfiehlst du da in dem Fall? In dem Fall eine Gebäudeversicherung. Gebäudeversicherung. Oder eine Hausratversicherung. Hausratversicherung. Hausrat. Ganz kurz, wisst was ist? Nein, no, nein. No, go ahead. Nimmst, nimmst du so eine Wohnung mhm. und drehst sie einmal um? Mhm. Und alles, was das runterfällt, ist der Hausrat. Mm. Okay. <laughs> Ganz einfach. <laughs> äh, okay. Also auch gegen Diebstahl ist da okay. abgesichert. Mhm. Gegen Einbruch, gegen Vandalismus. Das mhm. sind drei verschiedene Dinge. Das muss man auch kurz erwähnen. Mhm. Vandalismus, Diebstahl und, und äh, Einbruch. Yeah. Richtig? Mhm. Und ähm, ja, solche Geschichten. Also wie gesagt, Hausrat würde ich empfehlen, Wohngebäude würde ich empfehlen. Mhm. Das sind so die zwei Wesentlichen. Okay. Gibt es noch andere? Also du kannst auch... Gegen ähm, Gas, Wasser, Leitung, Versicherung. Mm -hmm. Also gibt es ja, sehr, sehr viele. Ganz viele Aber die zwei sind so Fundamente, Fundamente, vor allem wenn du Vermieter bist, mm -hmm. die ich auf jeden Fall empfehle. Nice. Genau. Nice. Ansonsten, ähm, das genau, Modernis Modernisierung, mm -hmm. Versicherung mm -hmm. und. Jetzt ähm, habe ich die Frage vergessen. Also, ja, also welche Kosten dann noch Ah, genau, die genau Kosten, genau. Stehen können, äh, also, genau. Teilweise auch Steuern, die da anfallen. Genau. Welche Steuern fallen da bei sowas ein? Genau, sowas interessiert mich zum Beispiel auch sehr. Das ist auch immer. Unterschiedlich. Ja, ja. unterschiedlich. Vom um Bundesland, richtig, zum Bundeskreis. Oder auch oder auch oder so die Landkreis. Prozente sind immer unterschiedlich. Mhm. Interessant. Interessant. Ja, ja. Aber auf jeden Fall sollte man die im Schirm haben. Das ist Steuern. Richtig, richtig. Und wie nennt man diese Steuern eigentlich? Was sind das? Sind es Miet ähm, oder Hohn? Wohnflächensteuern ja, oder? Irgendwelche ja, also, so Wohnrechte. also ja. auch so Grundstücksteuern, Grundstücksteuer und Erwerbsteuer. Das war dieses Erbsteuer. was ich gesucht also, habe vorher. God damn. Diverse Steuern. Ja. Also kommen auf jeden Fall ein paar Kosten. Ich würde immer sagen, keine Ahnung. Mhm. Wenn du äh, 10% vom Kaufpreis hast, dann vielleicht nochmal 5 bis 10, 10% okay. auf diese ganzen mhm. Geschichten, Modernisierung, Versicherung, mhm. Pippapo. Yes, sir. Normal mhm. eine persönliche. Hast du, hast du ähm, Immobilien in Deutschland? Mhm. Nein, mhm. weil äh, ich noch gerade dabei bin, eine Recherche zu betreiben. Mhm. Wo mhm. und wie mhm. und in welcher Form? Oh, okay. So. In welcher Form? In welcher Form, ob es äh, Eigennutzung, Teilnutzung, okay, yeah, yeah, so ja yeah, Okay, genau. genau so genau. wie wir. Genau. Okay, got you. Ob das, ob das äh, auch in der Nähe ist? Yeah. Weil ich habe zum Beispiel gerade eine Immobilie, die ich vermittel in Leipzig. Mm -hmm. Und ich fahre jetzt nicht jeden Tag nach Leipzig, um mir diese Immobilie anzuschauen. Yeah, so, yeah, genau. Und, ähm aber das Ding ist, da ist es tatsächlich noch machbar mit Immobilien und so, gell? Ja. Gibt es genügend irgendwo ja, da in der DDR und Definitiv. Ja. Möchtest du da wohnen? Na ja, also, wenn du so ein Knife so <laughs> dabei hast. <laughs> <laughs> Esche, <Yes. Yes>. yes. <laughs> ja, so eine Glock. Ja, aber, ja, <laughs> ja, aber, ja aber, nee, aber, Ich wollte fragen, genau. ich wollte den Unterschied wissen zwischen Ghana zum Beispiel mhm. Richtig. und hier. Ah, okay, okay. Und ähm, ja, also wie gesagt, da, da bin ich gerade noch am gucken. Ähm, ansonsten äh, muss man sich die Frage stellen, wie gesagt, muss man, will man da mit dem Auto hinfahren können, mhm. um sich das anzuschauen, oder ist es eine Kapitallage, wo du nur auf Zahlen, Daten und Fakten schaust? schaust mhm. Weil jetzt mal als Beispiel, wenn wir jetzt in Mercedes investieren oder in Apple, mhm. dann fahren, fliegen wir auch nicht nach USA und gucken uns Und's, an, wie ja, die diese genau. Handys herstellen. Yeah, 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 sure. Da guckt man nur drauf, okay, was sind die Referenzen, wie ist die Mikrolage, wie sieht es da und, da und da aus, und dann mhm. sagst du, okay, investiere ich da oder nicht. so. Und da bin ich halt gerade noch am schauen, was, was so am besten zu mir passt. Mhm. Und um, wie gesagt, in Ghana habe ich gerade ein aktuelles Projekt, was halt, wie gesagt, nice. anläuft. Warum, warum war das für dich so wichtig, in Ghana zu investieren, Bro? Heimat. <laughs> ja, wie viel Ghana-Effekt, oder? Ja, man. Applaus an der, man, basically. Ja, ja. Applaus an der. Richtig. Und vor allem ja. auch meine Mutter. Ja, genau. Also auch, ja, Familie, Familie. definitiv. Oberste Geburt. I can relate, auf jeden Fall. Um, was Also Kannst du dir langfristig auch vorstellen, mal runter, zu, zu, also unten zu leben mhm. oder so? Einfach mal die Immobilie selber zu nutzen? Oder glaubst du, Airbnb, Vermarktung und so wäre mhm. eher so dein Ding? Äh, sorry, Vermarktung, sag ich, Vermietung. Mhm. Meine Mutter sagt eher, beide behalten. Mhm. Ich bin eher so gerade, ey, wir müssen die vermieten, wir müssen die verkaufen. Um das Geld wieder reinzubekommen. Richtig, richtig. Mhm. Also, da sind wir halt gerade ein bisschen in so, in so einem Konflikt. Mhm. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Und. Ich persönlich würde sagen, das die eine, eine Haus, was wir schon bereits haben, mhm. das reicht. Also, mhm. ich brauche jetzt keine 15 Häuser in Ghana, mhm. die ich dann selbst nutze, vielleicht für Vermietung mhm. ja, oder Verkaufen, um da Business zu machen. Mhm. Aber um die selbst zu behalten, das macht für mich keinen ja, Sinn. Ja. Ich da auch es sei denn, du willst halt runtergehen. Ja, richtig, ja. richtig. Ich habe dann Architekten in Ghana, der mhm. macht wirklich verrückte Arbeit. Mhm. Und ähm, den habe ich, also die sind da so ab, äh, abgestimmt, mhm. dass ich ihnen sozusagen Kunden bringe aus dem deutschsprachigen Raum, oh. die in Ghana sich was das bauen möchten. Bonn. Und der hat äh, alles, also der hat auch die Leute, die das bauen, der ist selbst Architekt und der macht diese ganzen Geschichten. Nice no, ey. Ich, so, ich, see. ich, ich see. kann Schauen euch den nachher gerne ein paar Bilder zeigen, der macht seine Arbeit sick, ich sag's yeah, euch. Yes, yeah, sir. Sure. Ja, und sure. ich habe noch einen anderen Kollegen, äh, Safex, der hm. verkauft Immobilien. In Ghana. Ah, okay. Da bin ich sozusagen der, der die Kunden, die hier in Deutschland was bauen oder mhm. kaufen möchten. Anni weiterleite. Ah okay okay. Mhm. Das ist halt der springende Punkt. Also das sind wahrscheinlich die richtigen Reichen da unten, oder? Die <laughs> ja. Wo in ja. Hier bei also diese Bühne, der die vermittelt ist, wie heißt das? East Legon. East Legon, okay. Die Ecke, mhm. das ja, ist ja okay. also. Okay. Fast westliche Welt. Yeah, genau, so. Ja ja genau ja. Und ähm, um jetzt mal zurück auf deine Frage zu kommen, mhm. äh, ich könnte, also ich persönlich stelle mir gerade immer noch die Frage, ey, was mache ich? Ja, nächstes Jahr, über nichts Jahr? weil ich sag's ehrlich, ich will, ich am gonna leave Germany. Ja Mann. 100 Ja? 100, ja. 100%. Mann, Also nicht heute, hin, und nicht man? morgen. Aber ich werde Deutschland auf jeden Fall vergessen. Wo glaubst du, ist es für dich auf jeden Fall dann angemessen? Also, wo, wo siehst du dich? Steueroase, Monaco. <laughs> wo ist es? Monaco ist dabei. Monaco, ah ja, so, du meinst, ah, okay, Monaco. 100%. Ich habe nur Marco verstanden, sorry. Monaco, Monaco, Monaco. Ja, Mann, ja, Mann. Also, also, jetzt unter uns. Mhm. Verdienst du ab plus 200.000, musst du rund 42 abdrücken. Ja, Mann. Jetzt mal imagine, eine Million eingenommen. Mhm. 420.000 Euro geht auf ich Angela weg. Merkel. Sie. Ich schwör, warum? Sachbearbeiterin, ist sie meine Bürokratin ist Ja, yeah, cool. Das ist also, ich, guck mal, ich habe kein Problem damit wirklich was abzugeben. Mhm. Das ist nicht das Ding. Aber 42%, Prozent, das muss man sich mal vor Augen halten. Even 5%. Ja, Mann, ja, das ist schon heftig. Generell <laughs> ja, ja, ist schon, heftig. Ja, generell ist schon ist extrem heftig, was man so generell als Steuern zahlt. So ja. Mit der Klasse ja, 1 das und so, so nicht, das ist es ekelhaft zum Teil, deshalb. Ja, Mann. Das ist, das verstehe ich nicht. Und deswegen, also ich suche mir auf jeden Fall ein Land, mhm. wo ich von den Steuern her ein bisschen weniger zahle. Mhm. Dann werde ich da nochmal ordentlich stacken. Mhm. Also wirklich ordentlich mal reinhauen. Mhm. Da kann wie ein, zwei, drei Jahre leben. Und dann würde ich auf jeden Fall irgendwo hinziehen, wo ich sage: Okay, ich bleibe da jetzt langfristig. Mhm. Ziel dann soll es sein, eine Familie zu haben, Kinder zu haben. Und und dort die ganze genau. ganze ja dort. Aber wie gesagt, so Monaco oder Dubai, mhm. ich finde, das sind so nice Orte, aber ich würde da nicht mein, mein, mein ganzes Leben verbringen. Ja, das ist nee. zu viel geblendet, das zu viel. viel mein, weißt du, auf Dauer macht das keinen Spaß. Die aber um zu sagen, okay, du machst da nochmal ordentlich Business, connectest mhm. dich mit Leuten, mhm. geil. Das ist ja wichtig. Ich glaube, du selber wirst da wegrennen, weil da sind, die, die haben Geld dort. Ja, ja, ich ja, meine ja, du, man. du willst dich aufbauen? Na, du sprichst die Sprache zum Teil nicht und all diese Sachen, die Strukturen, du checkst, du richtig. checkst da vielleicht noch nicht durch. Ja. Bro, ähm, richtig dope. richtig doof Und ähm, was, ist für, was ist dein Ziel jetzt noch mit dem, was du machst, also mit deinem, ähm, mit deinem Gewerbe oder mhm. hier, also wie weit siehst du das noch wachsen in, 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 okay. in dem Markt? Wo siehst du Herausforderungen, wo müsste es noch besser werden, noch reibungsloser für dich und so weiter. Mhm. Weil noch. Bist du jung? Mhm. Dein Business ist sehr jung. Ja, ja genau. Läuft ja. aber gut. Ja. <laughs> Nein, ähm, Ich sehe mich da, dass ich irgendwann wirklich ganz on the top bin. Ja, mhm. on the top. Mhm. Ich meine, kannst du kannst du on the top für mich definieren? Also, ich interessiere mich, was ist on the top in ich dem dir? Ich sag's <laughs> dir, ich stehe auf einer Bühne, 100.000 Leute da, mhm. ich halte Rede. Jeder von denen ist begeistert von meiner Arbeit und möchte genau das, was ich. Ähm, geschafft habe, auch machen. Mhm. Aber mit, mit Herz natürlich. Genau. Weißt also du, ein mit Einfluss. Der, einfach ja, mit, ein mit einem Einfluss und mit, 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 mit dem Hintergedanke, dass ich auch wirklich was verabreichen möchte, mhm. einen Mehrwert einfach bieten möchte. Mhm. Und da sehe ich mich. Ja. Wirklich als Speaker, ja. als einer, der wirklich anderen Menschen hilft. Mhm. Weil ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Mhm. Leben geht, Es geht ja im Leben darum, Spaß zu haben, Freude zu haben. Mhm. Und da habe ich halt Freude. Andere Menschen was, was zu geben, zu bieten mhm. und auch wieder was zurückzubekommen. Ob, mhm. es dann, ob es dann Emotionen sind, ob es dann Geld ist, das ist einmal dahingestellt. Mhm. Aber einfach, äh, einfach dieses, diesen Mehrwert mhm. bieten zu können, das ist schon eine coole Sache. Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages, also ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Millionen und äh, weitere Millionen immer wieder reinbekomme. Mhm. So ist es nicht, mhm. ja. Mhm. Nee, man für, für jemanden, der noch so Anfang 20 ist, hast du auf jeden hey. Fall, hey. hast du Game. Yeah. Du hast extrem yeah. viel Game. Yeah, yeah. Und äh, ich glaube, ja, Mann, nur du selber stehst dir ja eigentlich, was das angeht, ja jetzt noch im Weg. Also, entweder du arbeitest hart genug richtig, richtig, und du kommst richtig. dahin, weil die erste Million ist immer die schwer, schwierigste. Ja, mhm. ähm, und ja, Mann, ich glaube, für mich ist immer so ein bisschen, ich habe immer also das Gefühl generell, des Immobilienmarkt Immobilienmarkt voll das dirty, eklige Game Ja, Ich mag Immobilienmakler zum Beispiel selber nicht. Wenn, ich, wenn du dann selber zum Beispiel jetzt dann ein Haus hast und dann einen Immobilienmakler brauchst, der wo das für dich vermittelt. Mhm. Woher ab. weißt du Genau. Aber weißt du, dass der dich da nicht wirklich, like, Abzockt alle. Ja. Mhm, Ganz einfach. So weil ja. den ich gesehen habe, meine Ex Vermieterin jetzt zum Beispiel mit dem Vermittler gestruggelt hat, mit dem ich überhaupt erst in die Wohnung gezogen bin damals, ja. weißt. du? München eigentlich Oase. Weißt du, was ich meine? Jeder, jeder will dahin, Jeder will hin, besucht sich eine Wohnung. Mm. Weißt du, was ich meine? Aber so wie der, die dann auch preislich abgezockt hat, die so, ey, die würde das nie wieder mehr über einen Vermittler machen. Mm. du? Mm. Da gibt es auch so dreckige Geschichten. Da gibt es übel dreckige ja. Verträge ja. zum ja. Teil. Ja. So, ähm, ja, man, das ist einfach ein Markt, der einfach schwierig ist generell. Ja. Aber, ja, man, ich glaube, ich, so wie ich deinen Kopf jetzt gerade in dieser letzten Stunde herausgehört habe, hast du auf jeden Fall die richtige Einstellung du hast den richtigen Mindset und ähm, genau ich glaube bei dir kommt man viel eher an das was man will eigentlich also ich würde wirklich einem wie dir mich auch antrauen ganz ehrlich weil ich weiß du kommst aus dem wo ich komme weißt du ich meine weiß. du weißt wie es ist du weißt woraus es ankommt du weißt ja. hey I'm not taking any shit. <laughs> weißt, ich meine nee. auch noch dazu weißt du ich meine so, ja Mann. richtig es ist auch nicht langfristig Leute zu verarschen oder über den Tisch zu ziehen ja Mann. Das, das macht ja gar keinen Sinn ja Mann. Well, for real for real mhm. nachhaltig ist es auf jeden Fall nicht For real. Ja. Was würdest du uns Black People of Color (BPOC) noch so auf dem Weg mitgeben für für die Richtung Investments und Immobilien? Ich meine, ja, wir mhm. haben jetzt das eigentlich viel mehr in Richtung Immobilien die ganze Zeit gestaltet, wir aber wir ja. haben das letzte Finance Podcast haben wir viel mehr in Richtung Investments. Mhm. Deshalb fand ich das so wichtig in Richtung Immobilien da mehr tiefer reinzugehen. Mhm. Aber was würdest du denen noch empfehlen, Bro? Ich würde jedem empfehlen. Mhm. Sowohl ein kurzfristiges als auch ein mittelfristiges und ein langfristiges Investment zu tätigen. Mhm. Ob es dann eine Verknüpfung ist von Immobilien und mhm. Investments, das ist eine Frage, die man sich selbst stellen muss. Mhm. Aber ich bin der Meinung, man sollte in allen Aspekten mhm. ein Investment haben, was passiv für dich arbeitet. Mhm. Aber. In der Betrachtung dazu, dass du immer noch einen Notgroschen hast. Mhm. Ich habe auch ein Notgroschen. Ich habe hab ein, hab ein Konto, was ich nicht anfasse. Ja. Aber im Falle eines Falles kann ich da zugreifen. Richtig. Und das Und muss du du jeder haben. So ja. polster einfach. Ja, man. ja, Das empfehle ich definitiv jedem. Mhm. Das ist eigentlich ein Fundament. Dann, wie gesagt, die drei äh, Investmentstufen-Phasen. Mhm. Ja, aber cool. Und ja, cool. Ähm, ja kurzfristig, da gibt es diverse Dinge. Also, Forex-Training haben wir kurz angesprochen. Mhm. <laughs> also, ich hatte mit Ordentlich Cash gemacht, ich sage es nicht. Also in Stunden vierstellig, fünfstellig. Ja, ja man, also ähm, da gibt's ja. es gibt es eigentlich, es gibt wirklich, es gibt wirklich viele Dinge. Aber ich finde es sehr cool, wo du also jetzt deine Methode einfach oder deine Ansichtsweise, deine dein, ähm, dein Approach einfach zu sagen kurzfristig, mittelfristig, und langfristig. Richtig. Weil viele, ich kenne viele, die wo wirklich sich zwischen entweder oder entscheiden und nicht und. Ja, also die, das ist für mich ein wichtiger Faktor, den ich jetzt zum Beispiel persönlich für mich mitnehme. Richtig, richtig. Weil ich bin einer, ganz einfach, ich sag's so wie es ist, ich, ich denke langfristig bei also mhm. ich meine? Weil ich will, dass das ein Vermächtnis bleibt. Ich will, weil ich genau deshalb, ich knüpfe wieder zur Unterhaltung von vorher an, meine Eltern sind einen Weg gegangen, eine Staffel, sag ich mal, eine Hälfte, jetzt gehe ich meine Hälfte. Richtig, richtig. Und dann gehen die anderen wieder hier ihre Hälfte in dem Fall im Vergleich, also weißt du, was ich meine? So, oder hm. reden da ihren Rennen und dementsprechend möchte ich da einfach was übrig lassen, damit einfach meine Nachkommen, meine Leute irgendwie davon settled sind. Jemand sich was weiteres darauf aufbauen kann, weil nur dann kriegen wir Black Wealth hin. du, ja. was ich meine? Und je mehr das so machen, langfristig auch, desto mehr profitieren die, like die Black People of Color, glaube ich, Inlands einfach mehr. Richtig. So, die so Deutschen, ich mein? die machen das alles schon richtig. Yes, sir. Ja, ja, erben, erben. Also ich kenne Leute, ja, wie gesagt, die haben, eine, die haben mehr Mehrfamilienhaus, die 200 Euro. Ja, Und alles drei ist alles Familie. Ja, ja. So. Verstehst du? Aber ansonsten, wie gesagt, kurzfristig, da gibt es diverse Dinge. Mittelfristig, da kann man auch auf ja. Immobiliengeschichten eingehen. Oder halt Investments. Mhm. In Kryptowährung unter anderem auch. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil da gibt es auch sehr viele, sorry, Spasten einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, langfristig Immobilien. Also ja, das würde ich jedem empfehlen. Wirklich langfristig sagt man Immobilien, mittelfristig guckt man, ob man vielleicht mhm. so einen Coin oder sowas investiert oder in ja, eine Mann. Aktie. Man schaut sich natürlich auch die ganzen Referenzen an. Mhm. Kurzfristig keine Ahnung. Also. Forex macht auf jeden Fall Spaß. und ja, Mann. Marge ist enorm. Ich habe vorhin oft gehört, ähm, man, also viele Verschwörungstheoretiker kann man vielleicht sagen, man kann auch irgendwie Experten dazu sein, je nachdem, wo, von welcher Seite man das betrachtet. Aber viele ähm, rechnen mit irgendwie mit einer, mit äh, ich glaube, ich weiß nicht, mit einer Sprengung der Mietpreise oder wie sagt man dazu irgendwie, ähm, also dass Der Mietpreise? Ja, genau, dass das irgendwie sprengt. Da gibt so ein also, das, das wird fallen, aber. Das wird fallen, sagst fallen? du? Das wird fallen, ja. Ja? Das wird fallen. Und. und Warum denkst du, kommt das? Genau. Das ist einfach ein. Der, der Markt ist überkauft. Ja. Der Markt ist überkauft. Das, das gibt es auch im, im Investmentbereich. Mhm. Wenn zu viele kaufen, mhm. dann fällt, fällt, das, dann fällt das Ding. Ja. Bitcoin, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der ist ja auch gefallen. Ja, Von ja, genau, auf auf, auf 30. 30. Ja, ja, fast die Hälfte ist einfach zu überkauft. Mhm. Ja. Genauso ist mit den Immobilienpreisen. Die werden jetzt noch ein bisschen vielleicht steigen mhm. und dann wird die Bombe platzen. Und dann musst du investieren. Mhm. Sagst du Und dann, yeah, dann musst, und du musst du rein wann ist das? <laughs> das kann ich dir nicht sagen. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Also ja. das, ist, das, das kann von heute auf morgen passieren. Ja. Gefühlt. Ja. Also das ist auch ganz, ganz gefährlich. Auch mit, mit dem Geld. Mhm. Inflation. Inflation, ja. Geld, das verliert ja immer an Wert. Wert yes Sir. ich spreche mhm. von 1, 2, 3 Prozent yes, jedes sir. Jahr. Mhm. So. Und ähm, um da einfach nochmal um, um, um die Kernaussage äh, mhm. her hervorzubringen. Mhm. Sei es im Immobilienbereich oder mhm. im Westenbereich, die, Steige, die, die Preise werden immer steigen und dann mhm. werden sie fallen. Mhm. Und dann sollte man auf jeden Fall erstmal gucken, okay, macht das Sinn? Mhm. Gucken, okay, vielleicht fällt es noch ein bisschen mehr mhm. und dann sollte man zuschlagen. Mhm. Bestes Beispiel, letztes Jahr der DAX, mhm. der ist auf 8.700 gefallen. Fallen, ja. Ich, ich sage euch ehrlich, ich hatte Angst. Ich hatte mal Angst, mein Kapital zu investieren. Yeah. Der ist mittlerweile auf, jetzt vielleicht auf, auf 15.000 14, 15, 14.000 15, ja, 14, auf jeden Fall. Der Blick ja. ist, man. Ist Aber auch gefallen. Der ist der je, alle ist ja so gestiegen und dann. Ja, Mann. alles, was fällt, ist eine Chance für ein Investment. Das heißt, wenn, wenn, wenn du dir jetzt was holst, würde ich sagen: hey, Bro, wenn was fällt, hol dir nochmal was Neues. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Hol dir nochmal was. Hol dir ein Zimmer dann vielleicht. Hol dir was es nicht. Also, es ist immer eine Chance, weil das Ding ist: wenn es fällt, wird es wieder steigen. Der Lebensstandard von uns Menschen 2020, mhm. letztes Jahr, ist auch gefallen. Ja, absolut. Ich habe das jetzt genutzt. Ja, yes, Sir. Ja, wir haben es genutzt und haben das Podcast hier aufgestellt. Geil, <laughs> geil, geil, geil. <lacht> 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 geil. Yes, Aber, Sir. Weißt du, yes, was ich meine? Lebensstandard, yes, hat es Gefallen. Yes, Sir. Man hat viel diverse <laughs> Dinge gemacht und jetzt läuft es wieder. Läuft yes, sogar sir. besser als davor. Yes, Sir. Ja, Mann. Ja, Mann, hey. Jeff. Shit. Du musst auf jeden Fall nochmal kommen. Ja, yes, sir. Gerne. Das, das Gerne. sollte nicht das erste und das letzte Mal sein, Gerne. Bro, weil mir hat die Unterhaltung oder uns hat die Unterhaltung generell sehr gut gefallen. Und da gibt es noch viel mehr Punkte, Bro. Du hast noch viel Expertise. mehr Expertise, die wir, die wir irgendwie nochmal, mit der du uns zum Beispiel oder, uns, oder der ganzen Audience da draußen, die wir jetzt einschalten, hm? nochmal weiterhelfen kannst. Du uns mal Mehrwert yes. geben kannst. Ja, 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 und ja. es ist wichtig, dass wir genau diese Info auch teilen. Yeah. Ja, weißt du, ich mein, damit Ja, yeah. Weißt du, Jeff, das bringt nichts, wenn nur du alleine ist. Weißt du, was ich meine? Also ja, das macht keinen Sinn. Das ich habe so viele Sinn. DMs, ich antworte jedem, helfe auch jedem, weil yes ich Sir. denke, ich mir so, wenn du gibst, dann kommst du auch zurück. Sag dir, wo die hm. dich finden, sorry, ganz kurz. Ja, ja, ja. Ja, Mann. Um, hit me up on uh, IG, yes Jeffrey Amuateng. Jeffrey Amuateng. Like, let's go. <laughs> Schreib den <laughs> an für Fragen. Gerne, ja, Mann, gerne, ey. gerne. Lasst euch von ihm beraten, weil er hat auf jeden Fall das Know-how. Er genau. hat auf jeden Fall das know Ich wollte noch was fragen. Ja, man ich wollte sagen, solche Konvos müssen wir öfters führen. Yes sir. Richtig. In, in, in Offen und ehrlich reißen. Ja man. Genau, weil ähm, man, führt, man wir sind es nicht gewohnt, solche Konvos zu führen. Mhm. Ja, mhm. Ja, und deswegen sind, ist der Fokus auch ganz anders. Yes mhm. ja, sir, das stimmt. Hier, und deswegen müssen wir mehr solche Konvos führen, dass auch Leute, die gar nicht fokussiert drauf sind, mm -hmm. drauf kommen. Yes, und sir. drauf hängen bleiben, hoffentlich. Du musst es aber auch ernst nehmen, weil viele wollen Befuglich. dieses, ja, ich will jetzt Geld, Geld, Geld. Ja, yes, Ist sir. nicht. Da ja. bin ich die falsche Ansprechperson. Ja, also wenn irgendjemand sagt, ich will morgen reich werden, dann schreib mir nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Not at all. Nein, Mann. Na. Gar nicht. Nein, nein, nein. Finde ich genau richtig so. Und Ja, Bro, du bist immer wieder willkommen. Wie gesagt, Alter, komm mal wieder vorbei. Lass uns das fortführen, also diese gerne, diese, gerne. diese Investment ähm, äh, Podcast oder dieser Immobilien Podcast, mhm. je nachdem, wie man das betrachtet, yeah. because it's just it's important. Es ist einfach extrem important gerade und ähm, ja mann shit. Shoutouts an all unsere Listeners da draußen, waren ja, on Open ja, ja. Podcast, Spotify, with Deezer, man, on YouTube, we love y'all. Wir haben hier heute wieder was Spezielles für euch probiert, einfach ein bisschen, um uns wieder weiter ein bisschen Know-how zu geben, um, um zu wachsen. Ja, weil wir, wir alle werden jetzt in der nächsten Zeit vor diesen Fragen gestellt oder vor diesen Fragezeichen kommen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir da nochmal diese Richtung mit abholen. Um, we love y'all, um, ihr wisst Bescheid. Um, hallert den Homie, you know, Jeffrey, man. Wir verlinken euch seine Eddie, hallert ihn. Nochmal großes Dankeschön, Jeffrey, komm. Ja, believe, love, love, yeah, man, love, love. big love, big love, big love, big love. Und ja, oh, yeah, man, das war Perspectives der Podcast und uh, bis zum nächsten Mal. Be <coughs> out. Deuces. <Bow. laughs>